So, da bin ich. Nach einem kurzen Break. Ich werde überlegen, ob ich mich kurz umziehe. Ich hätte gerne ein anderes Oberteil. Ehrlich gesagt. So, Le Buffalo. Hatte ich hier nicht sogar hier unten. Wow. So eng hier oben. Ich kann auch das Oberteil anziehen, irgendwie. Hose ist geil, aber. Ich ändere auch nochmal die Hosenfarbe, mal gucken. Man trägt ja auch in Real Life nicht jeden Tag dieselben Klamotten, ne? Bam, badam, bam. Na, Ossi, hast du schon was gegessen, wenigstens? Ich esse gleich nebenbei. Das ist nicht eher. So. Habe ich noch was zu essen, zu trinken dabei? Ja. Schnell mal abbeißen und ein Eistee runterspülen. Ein meiner Mods hat den Thorsten doch gegessen. Ich habe zwei Nachrichten. Na. Okay, aber das lese ich mir gleich nochmal durch. Ich komme und hat geantwortet. Sehr schön. So, hallo. Babynische. Ich glaube, das ist da vorne, wo ich schon mal war, oder? Hat er geschrieben? Ja. Okay. Gut. Mein Auto ist so schmutzig. Ich muss das wahrscheinlich wirklich mal langsam polieren lassen in der Werkstatt, ja. Das sieht aus, ey, wie Sau. Schön ist anders auf jeden Fall. Hallo, Pinocchio Bay. PB. Ich bin gespannt, wie es heute weitergeht. Mal schauen.
Deshalb müssen wir ein bisschen arbeiten. Aber ich ziehe mich erstmal kurz um, bevor wir ins PD fahren. Auto polieren lassen, da fährt man das Kopf, also Geld. Nee, ich mach das voll ungerne. Eigentlich. Ich glaube, das kostet $200 oder so. Aber ich glaube, bei meinem Polizeiwagen ist das automatisch mit dabei, weil wir ja eine bestimmte Summe ans an die Werkstatt zahlen, ans PD. Aber bei meinem Privaten, da muss ich mal gucken, ja. Das sieht halt echt scheiße aus. Nervt mich voll. Kacksalz und so auf der Straße. So, hier gab es keine Parkplätze, oder? Doch, gab es. PogChamp. So, okay, warte. Zack. Der Laden. Wo war der gleich? Warte, hier? Ponsons, genau. Ohrringe will ich keine. Jetzt kommt eigentlich eine Möglichkeit, Kontodaten zu ermitteln. Nicht, dass ich wüsste. Kleidung kaufen. Okay, lass mal. So, ich gucke erstmal, was ich anziehe. Warte mal. Wie sieht denn das hier aus? Könnte ich daraus was basteln? Das beißt sich so mit meinen Haaren, ne? Ach, sieht scheiße aus. Irgendwie. Ich würde gerne irgendwas Farbiges haben. Nur T-Shirt kann ich nicht machen. Oh, das sieht eigentlich ganz süß aus. Warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich brauche ja einen Körper. Warte mal, jetzt mal ganz kurz gucken. Das wäre. Mann, nee, das ist Blödsinn. Ich brauche. Wo habe ich den? Ich habe den doch gerade hier irgendwo gesehen. Warte mal. Ich hatte den gerade. Aber wo? So, glaube ich. Obwohl, nee, dann hat sie keinen. Was ist hiermit? Das sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus, finde ich. Aber ich will das eigentlich ohne Handschuhe haben. Warte mal. Ich hätte das hier genommen, ne? Dann machen wir das so. Und ich guck mal bei dem T-Shirt eben. Das war hier. Ist das das hier gewesen? Ja, ne? Welche Farben gibt's denn hier so? Yikes. Das sieht irgendwie voll süß aus. Ja, weiter. Ich glaube, ich ziehe das an heute. Und dazu ziehe ich mir... Warte, wo ist meine Hose? Das ist meine Hose, ne? Mach ich die in schwarz? Machen die in rot? Und dann machen wir aber bei den Schuhen... Habe ich was Weißes? Nee, ne? Ich habe nur Scheiße. Ich habe nur Scheiße. Aber da, ich muss das besser sehen, oder? So. Grau. Warum habe ich keine roten Schnürsenkel? Das wäre voll gut jetzt. Ja. Ich mach mal. Ich mach die. Ach, schwarz? Ja. Ja. Es müsste jetzt Winter 3 sein. Passt zum Holster, oder? Warte. Test. Arm heben. Passt. Sieht aus. Siehst? So. Cutest Girl. Unsere Nina. Ich mag sie.
So, wir passen natürlich immer farblich zu unserem Auto. So, jetzt kann ich ins PD fahren. So. Kann ich hier wenden? Ja, wa? Ja, sieht gut aus. Ich hätte jetzt überlegt, ob ich noch eine andere Frisur mache. Aber ich mag unseren Zopf eigentlich. Sieht gut aus, ne? Ja, finde ich auch. Diese unschönen 70 Kilometer auf dem Auto. Ja, ich habe mich immer mit den Dings unterwegs bin. Ich habe ja jetzt den Dodge Charger übernommen von dem Street. Und da bin ich jetzt, wenn ich heute noch Streife fahre, sollte ich die 1000 geknackt haben. Auf dem sind dann 1000 drauf. Und auf meinem Taurus, also auf meinem vorherigen Polizeiauto, sind es, glaube ich, 300, meine ich, als ich das letzte Mal geguckt habe. Bin mir unsicher. Unschuldige 70 Kilometer ist halt echt so, oder? Vor mir fährt er mal. Mal gucken, am 16. kommen auf jeden Fall die Praktikanten, also noch im Hausmeister, ja. Vor uns ist ein Ureinwohner, okay. 1000 hat deiner jetzt, welcher denn von deinem gefühlten 8 Stück? Sollte ich vielleicht vorher noch tanken? Komme ich nicht mehr dran vorbei, ne? Ach, egal. Ich will einfach einen Benzinkanister später. Muss das Auto dann eh nochmal. Wo ist denn das Auto jetzt eigentlich, wenn jetzt dann der Hausmeister kommt und mein Auto steht am PD? Ist das dann in der Stadtgarage oder ist das in meiner Wohnung oben? Eigentlich in der Stadtgarage, oder? Meine ich. Ach, ich habe ja grün. Passt. Ich würde jetzt einfach mal frech behaupten, in der Stadtgarage. Tatsächlich. It's a little bit funny. Ich lasse mich mal später überraschen, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon jemand da ist. Ich brauche auf jeden Fall erstmal schön duschen gerade, ein bisschen chillen, schnell Folgen taggen. Jetzt esse ich gleich nebenbei. Na, gucken, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Streife. Jetzt mal schauen, wer überhaupt alles im PD ist. Duschen. Hallo Angel. Bibi. Oh, warte mal. Hä? Ich habe hier grün. Ich wollte gerade fragen. Ich habe hier grün und vorne rot. WTF? Ich würde gerne noch mehr beleuchten lassen an meinem Auto. Meint ihr, das ist möglich? Ich weiß momentan nicht, ob ich für ein Haus sparen soll. Und wenn ja, dann weiß ich nicht, ob ich das für unseres spare. Oder ob ich mir nicht doch eine neue Karre irgendwann mal gönne. Das ist dieses Duschen. Das ist das Nasse, was aus deiner Wand rauskommt. Wonach man in der Regel ganz gut riecht, wenn man das gemacht hat. Das ist dieses Duschen, von dem alle reden. Ja, ich hab ihn noch. Der weiße Wagen sieht aus von wie von dem, wie heißt der jetzt? Ich bin heute in meinem Weihnachtsoutfit hier. Sieht voll gut aus. Ich finde das voll gut.
Dann kenne ich nur Deo. Dann rieche ich auch gut. Tim, Tim, da, da, da. Samt hat irgendwas. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Oh, schickes Outfit. Pyjama hergekommen. Lachen Sie mich aus? Nee. Doch, Sie lachen mich aus. Warum tut sie das? Nein. Mögen Sie rühren. Mögen Sie nicht mein Stern. Frau Luca, ich brauche Hilfe. Mein Schnee auf meinen Pullover? Ich sag doch mal schön. Ja. Ich hatte sowas gestern wie ein Date und jetzt brauche ich Hilfe. Was? Sie interessieren sich für Frauen? Wer hat gesagt, dass es eine Frau war? Nein, ich meinte nicht auf den Typ Frau oder Mann bezogen, sondern generell, dass sie Interesse haben. Sie haben immer gesagt, sie haben kein Interesse an irgendwas. Ja, hat sich wohl geändert. Ich habe gestern extra eine Limousine gekauft. Kann es ja aussehen. Engagiert. Was? Sex holen lassen. Was? Die alte Verklemmte will kein Wort wechseln, Alter. Meine Fresse. Helfen Sie einmal. Eine richtige Limousine, eine Stretch-Limo, also wirklich. Ne, von innen beleuchtet, alles rum und dran. 20 Meter lang oder so ist es. Ich hatte letztens eine gesehen, die stand gleich vorm Tiki Lala, aber die hat niemand gehört. Na, extra eine geholt. Weißt okay. Du, ich hab, und wie hieß die Dame? Das ist die Cousine von Martinez. Ach, wie, die hat nicht mit ihm geredet? Ja, gar nicht? Nee, doch schon, aber sie ist halt voll verklemmt und schüchtern. Ja, dann, ja, die ist ja auch noch nicht lange hier, die ist ja, zwei, drei Tage in der Stadt. Nee, ich sag, zieh dir was Schickes an, ich habe zwei Butler engagiert, das waren Cassandra und beim Street. Stall, ja, aus dem Anzug und so. Der hat, wir sind zum Leuchtturm gefahren, ja, der hat dort extra Musik abgespielt und die, okay. Okay. Und die kommt dann mit so einer scheiß Jeans. Ey, ich so ein Anzug, alles pipapo. Eine Limousine habe ich gekauft, eine Limousine. Gekauft oder gemietet? Nee, gekauft. Oha. Na gut, fürs nächste Mal habe ich die dann auch noch. Also ich bin ja auch mit ihr, ich habe sie ja letztens mitgenommen gehabt, ne, weil ich sie mit zum Tiki Lala mitnehmen sollte. Und da musste ich ja auch alles aus der Nase ziehen. Habe ich auch versucht, irgendwie mit ihr zu reden. Das ist nicht ganz so einfach mit der jungen Dame. Ich glaube, die ist wirklich einfach nur schüchtern. Oder dann habe ich ihr gestern, nachdem sie sich verletzt hat, ja, ein Teddy mitgebracht zum Krankenhaus. Weißt du was? Ja. Sie rennt weg von mir und schreit. Wie, sie schreit? Ja, sie schreit. Warnock hat ihr erzählt, dass sie schreien soll, wenn sie mich sieht. Okay. Dann habe ich an der Werkstatt sie getroffen und gefragt, ob alles gut ist. Dann fängt sie wieder an zu schreien, aber so richtig zu schreien. Ne? Also meine Ohren haben angefangen zu bluten. Okay. So laut hat die geschrien. Da muss ich den Teddy Stäb geben. Ach, und by the way, wissen wir, wer der Freund von Frau Ferguson ist? Ja, Herr Warnock. Ja, und was ist mit den Tasern? Wer hatte die? Herr Warnock. Mhm. Aber wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben entweder die Schwester oder die Freundin. Oder, passen Sie auf, jetzt kommt der Clou überhaupt. Passen Sie auf. Herr Sweet ist doch mit Frau Martinez zusammen. Vielleicht auch von dem Freund der Schwester. Oder dem Vorgesetzten der Mitarbeiterin. Das ist voll crazy irgendwie. Alter, Warnock hat das ganze Gedicht gefickt, Alter. Warum? Meine Fresse. Ja, weil er irgendwie mit jedem hier eine Schwester hatte, hier drin eine Freundin, scheinbar jetzt hier so gefühlt einen Schwager. Naja, gewusst wie, oder? Na, scheinbar. Hanne Thorsten. Kann halt. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten. Nachdem ich das gestern durch Zufall mitbekommen habe im Krankenhaus mit dem Herr Warnock und der Frau Ferguson, habe ich dann auch erstmal wieder umdenken müssen. Jetzt bin ich wieder bei Null. Ja, aber was viel schlimmer ist, was mache ich jetzt wegen diesem scheiß Date von gestern? Naja, also entweder, sie ist ja sehr schüchtern, ne? Mhm. Entweder lassen sie sie kommen und zeigen ihr die kalte Schulter. Oder aber sie fragen heute im Laufe des Tages einfach mal per SMS nach, wie es ihr denn so geht. Was ihr heute noch so macht. Nur ob du darauf Bock hast, ist halt deine Entscheidung, ne? Mhm. Ich zieh mich mal um, sonst lacht der Kurm mich weiter hier aus wegen meinem T-Shirt. Ja, hast du gemacht. Gestern Einsatz bei deinem Haus. Oder kommt ihr gleich zu? Ja, ich weiß, die Nachbarn, die haben nicht gegen die. Nachbarn, die... Es war dein Nein, ja, die Nachbarn haben gegen meine Wand gehauen. Wenn du verstehst. Okay.
Uniform, Anzug. Warte mal. Ist mir heute nach Anzug? Nee, irgendwie ist mir heute nicht nach Anzug. Ja, ich habe mich gerade umgezogen. Ich will was anderes anziehen. Ich will. Nee. Joa, ich mach das an. Das waren die Nachbarn, ja. Ja, ich bin gestern, wo ich Fotos gemacht habe, für Thumbmail. Ich habe gestern den Kapstück mitgebracht gestern. Das auch, ne? Mhm. Aber wenn die Dame so uninteressiert scheint, haben sie mal gefragt, ob die einen Freund hat? Hat sie keinen. Okay. Verdammte Scheiße. Ich muss aber mal zur Werkstatt fahren. Check. Frau check. Luga? Ja? Wissen Sie, wann sich der Herr Cornelius Bolton bei uns bewirbt? Also als ich gestern mit seinem Bruder gesprochen habe, hatte er gesagt, dass sie den Herr Cornelius darauf angesprochen hat, aber lässt sich das noch durch den Kopf gehen. Okay. Ich war ja gestern dann bei ihrem Einsatz bei dem Haus, weil er vermeintlich was war, ne? Was läuft denn da zwischen ihm und den Herrn Bolton? Den Herbert Bolton? Zwischen mir und Herbie? Ich vor der Tür. Ja, ich habe bei ihm im Haus gesagt, er kommt nicht mehr raus, weil sie schon schlafen. Ja, ich weiß das auch nicht mehr. Ja, der kam nicht mehr raus. Da ist er gefangen. Aber das Spiel. Nein, aber ich bin schlafen gegangen und er hat, glaube ich, irgendwie im Haus festgesteckt, glaube ich. Läuft da was zwischen die beiden, oder? Sagen wir es mal so, wir hatten gestern eine Verabredung. Mhm. Aber, ja. Mhm. Meine Verabredung lief anscheinend besser als sie. Ja, das war halt ein bisschen, ach, das war gestern alles irgendwie ein bisschen ärgerlich. Du warst halt alleine hier, dann bin ich ja, ne, dann bin ich direkt wieder umgedreht, immer wenn ich los wollte, war irgendwas. Ich war gestern dann, bei Speed aber genauso. Also. Dann hatten wir nachmittags eigentlich schon geplant, einfach mal so ein bisschen rumzufahren. Da waren wir auch am Strand. Dann hat er aber, dadurch, dass er Antibiotika morgens genommen hat, musste er dann ins Krankenhaus so Magen auspumpen. Ich hab eine Idee gebracht. Ich hole mir ein Boot für sie. Da stehen übrigens Boote. Ich kaufe mir eins. Ich kaufe mir eine Riesenjacht. Für eine Frau, die anscheinend kein Interesse an ihnen hat, oder wie? Nee, sie ist einfach nur schüchtern. Da hoffen wir es. Verdammte Scheiße, weil sonst ist sie echt teuer. Dann kaufe ich ein Flugzeug. Okay. Ja, ich fahre mal zur Werkstatt. Und sonst, wenn kein Geld mehr da bleibt, dann einfach Pralinen. Nee, aber ansonsten halt, ja. Dann wurde das da unterbrochen, dann bin ich erstmal wieder in Dienst gegangen, weil er ja eigentlich nicht mehr rauskam. Und dann kamen wir abends aber doch noch raus und sind wir zum Pier gefahren, hier zu diesem. Wie heißt denn das? Kennen Sie das unten am Pier? Dieses Restaurant Pearls oder so heißt das, glaube ich? Nö, braucht mir nichts. Ja, da drüben steht eine riesengroße Yacht, da wollten wir eigentlich hin. Und dann dachte ich aber, ach scheiße, es ist kalt draußen. Und jetzt mit Jetski dahin fahren ist auch irgendwie scheiße. Ist doch ziemlich kalt, also haben wir das dann verschoben. Und dann haben wir ja uns das Riesenrad angeguckt und dann. Ist denn der liebe Herbert Bolton wach? Nee, der schläft noch. Frau Ferguson, ich habe eine Aufgabe für Sie. Sie kriegen gleich aus der Staatskasse 200.000 in die Hand und. Haben Sie einen LKW-Führerschein? Nein, Herr Red. Doch, wir brauchen Essen. Für Speedy. Für 200.000? Ja, einmal einen Pounder holen und den Rest dafür kaufen. Ne? Wir haben voll viel in der Staatskasse, wir haben über 1 Million da drin. Ja, aber. Da bringen Sie mich dann zur LKW-Stelle, dann kaufe ich einen Pounder. Ja. Dann also, ich würde jetzt die Frau Ferguson auch nicht mit so viel Kohle alleine im Auto sitzen lassen, ehrlich gesagt. Was soll das denn heißen? Nein, nicht wegen Ihnen, aber. Was soll das denn heißen? Wenn das irgendjemand mitkriegt und weiß ja nie, wer zuhört. Nicht, dass sie dann aus Kreuz gezogen werden. Außer einer von Ihnen dreien will nicht. Ja, sagen Sie das mal den Herr Eschben, der anscheinend alles hört in diesem PD. Ja, leck mir am Arsch, Eschbe. Ja, wenn du das hast. Aber deswegen fahren Sie doch mit. Sie können mir doch dann hinterherfahren. Warte, ich rufe jetzt mal den Herbert. Ja. Der schläft, habe ich doch gerade gesagt. Aber doch nicht für 200.000. Bist du Wahnsinn? Ein Pounder kostet 100.000. Ein was? Ein Pounder. Und den Pounder müssen wir auch voll laden. Und das dauert ja auch. Dann machen wir das zu viert, laden den Pounder voll mit Essen und Trinken. Boah, aber. Und dann müssen wir den Pounder hier vorne parken. Das Ganze nochmal ausladen und da drin einladen. Uff. Oder wir lassen das der Firma machen, wie Borello oder sonst was. Ich würde kein Privatfahrzeug aus der Staatskasse kaufen. Das gilt als Privatfahrzeug, ne? Na klar, Pounder, das ist ein ganz normaler LKW. Ja. Ist ja kein
Was ist denn mit unseren, was ist denn hier mit unseren Transporter, diesen Dingsbums hier? Wie hieß der doch? Gefangenentransporter. Ja, ja. Haben wir einen SWAT-Transporter oder einen Gefangenentransporter? Ja, dieser ganz metallische. Reinpassen. An dem Transporter passen 60, beim Ride weiß ich nicht. Na schau mal, wenn da jetzt viel sind, können wir den eigentlich direkt. Sonst ruf doch mal den Cornelius Bolton an, guck mal, ob der schon. Ich hab seine Nummer nicht, oder? Hab ich doch. Doch, ich hab doch gesagt, du sollst dir die geben. Vielleicht haben die mehr Kapazität als. Ey, LKW kaufen. Hast du überhaupt einen Führerschein nochmal? Ein LKW? Ich hab jeden Führerschein, ich hab Motorrad, Auto und LKW. Geht nicht ran. Was ist hier mit Uwe und Anze? Ihre Nummern habe ich nicht. Ja, ich will es nicht machen. Ja, sonst warte. Also ich weiß, dass er auf jeden Fall gleich kommt, aber. Hast du den Post von Herbert gelesen? Ich möchte mich einmal bei dem Team vom PD entschuldigen. Nech. Hätte ich gewusst, dass er einen Kurs für Behinderte und Downies anbietet, hätte ich den Jungen doch nicht so angebrüllt. Das hat ihn bestimmt verängstigt. Ach verdammt, meine Hose. Ist das immer so kalt an den Beinen? What? Er ist sich eingepisst. Oh je. Yeah. Okay. Den Ride passen 70, aber die Frage ist, ob man mit einem SWAT gepanzerten Van essen kann. Ja, das ist es halt, ja. Wir müssen bald einfach warten auf hier, wie heißen die, ne? Ja, Boltons. Die Boltons werden, ich denke mal, entweder nach dem Hausmeister oder kurz davor da sein. Also beim Herbert weiß ich das zumindest. Na, da müssen sie halt nochmal zum Haus ihn rauslassen, wa? Kommt der so nicht raus? Ich weiß nicht, gestern stand ich da vor der Tür, hab mit ihm telefoniert, weil ich dachte, was, wieso soll ich jetzt Geisel genommen werden? Ja, keine Ahnung, sind sie nicht an die Telefon gegangen? Ja, ich hab geschlafen, tut mir leid. Ja, das wusste ich ja nicht, er hat mir es auch gesagt, geschlafen, aber vorher kriege ich Meldungen von der Schlägerei dort. Ich dachte, sie wären das Geisel, ich hab voll den Aufstand gemacht. Nein, das waren nur die Nachbarn. Ja, ich habe trotzdem voll den Aufstand gemacht. Ich stand, so, schauen Sie sich das mal an, Sie müssen sich vorstellen, hier ist Ihre Haustür und da oben ist da so ein kleiner Berg, ne? Ich stand auf dem Berg. Ja. Hab hier auf ihre Tür gezielt mit dem ZF, dieser Reflexvision, und hab einfach gewartet, bis sich jemand zeigt. Okay. Da ist Geisel raus. Aber bei mir kann man doch gar nicht vom Berg aus reingucken. Ja, aber ich hab auf die Tür gezielt, ob da jemand rauskommt. Achso. Die ist dann im P immer zu früh. Es gibt kein zu früh, es gibt nur zu spät. Hattest du zu wenig zu tun oder was gestern? Oder hattest du einfach nur Angst? Gestern zu wenig zu tun, Street? Nee. Du auf jeden Fall nicht, Alter. Na, ich bin ja dann auch nochmal umgedreht und nochmal zurückgekommen. Es ist auch gerade in den Dienstschluss gegangen und dann auf einmal musste ich es anrufen, weil ich Hilfe brauchte, weil da 15 Autos an der Tanke waren, die wir kontrolliert hatten, sprengen müssen. Dann hatten wir gestern noch zwei Autodiebe, die haben wir beide, beiden haben wir gefasst, war zweimal der gleiche. Der ist auch ausgereist scheinbar. Ja. Wer ist ausgereist? Ach, irgend so ein Mongo. Der hat zwei Autos geklaut. Beim zweiten Mal haben wir ihn erwischt. Beim ersten Mal haben wir ihm nur eine Geldstrafe gegeben. Okay. Tja. Ich hole ihm einen Bananensaft aus der Küche. Hallo. Gönn dir. Ich esse gleich mal Burger und Pommes und Nuggets und Apple-Shake und Zwiebelringe. Ich schick dir auch ein Foto, so wie du mir gestern. Ich verkehr dich. Ja, was? Was? Kein Döner. Döner ist so weit weg. Döner muss ich mal wieder verschieben. Ich muss mal kurz hier Munition. Eine Döner-Pizza-Pork. Okay, setze ich aber echt immer wieder zurück, oder? Mit den Patronen. Denke ich allgemein. Sushi esse ich nicht, tatsächlich. Halt ich für ein Gerücht. Ich glaube, genauso ist es. Fetter Döner-Teller mit Pommes. Ja. Denke nicht, ich mache einfach. Ist das Leben nicht manchmal schwer? Leben ist immer schwer. Ja, ne? Ich überlege, ob ich jetzt beim Wagen schon raushole. Ich habe schon überlegt, meine Marke niederzulegen und Landstreicher zu werden. Und dann? Ich war gestern vor, mit dem PD dachte so, gehst jetzt rein und legst deine Marke ab. Aber ich war so müde, dann bin ich doch ins Motel gegangen. Du hast da die Marke abgelegt. Warum?
Marke dann abgelegt. Das ist ein schöner Bananensaft von Granini, ey. Trinkgenuss. Erdbeershake! Nee, Erdbeershake ist ekelhaft. Ist voll geil. Nee. Ist voll geil. Ne, Erdbeershake erinnert mich an ihre Haare. Nicht an mein Outfit heute? Ja, daran auch. Ich sehe aus wie eine Erdbeere heute. Aber ich finde das voll cute. Na, gar keinen Sinn. Ja, das Outfit können sie, nee, ich verkneife mir jetzt den Spruch. Ja, Red. Also gut, ich fahre dann Was, ich hab nichts verstanden, dieser Mann singt einfach zu laut in mein Ohr. Dann kommen Sie mit hier weiterhin, dann sag ich Ihnen nochmal. Okay. Mal nicht singen, ich dachte, wollen Sie jetzt mit mir zusammen Streif fahren, sonst fahre ich alleine auf meinem Motorrad Weiß ich nicht, willst du alleine fahren und Motorrad fahren oder also soll ich mit dir mitfahren? Wenn es langweilig ist, können wir auch zusammenfahren. Aber wir können auch zusammenfahren, mir ist wurscht. Außer ich hab erst ab 16. Nee, ab 16 Uhr hab ich erst Termine. Was sagten Sie, ab 16 Uhr haben Sie erst was vor? Termine, hm? Genau. Ja, klar, dann. Wo ist denn dein Auto? Ich habe kein Auto, ich habe nur ein Motorrad. Ach, soll ich dir jetzt mein Auto geben, oder wie? Ach, deswegen wolltest du mit mir fahren, damit ich dir mein Auto gebe. Ich mach mal meinen Wagen hier an, was hältst du davon im Weiß? Ich dachte, erstes wäre der, jetzt muss ich überlegen, wie der heißt. Atzebolten. Nee. Ist der dort Charger? Nee, das ist doch der Atzebolten. Der hat auch so einen, nur mit roter Unterbodenbeleuchtung, meine ich. Und mit cooleren Felgen. Das ist der dort Charger. Echt? Nein, der hat keinen Charger, der hat glaube ich einen Sultan. Das ist unser Polizeiwagen. Aber den dürfen sie doch äußerlich gar nicht verändern, laut Dienstvorschrift. Lackierung schon. Nein, nur innerlich, nicht äußerlich. Also Coleman und Street haben mir die Erlaubnis. Laut Dienstvorschrift nur innerlich und nicht äußerlich. Ja, da geht's um Streifenwagen. Ja, das, er geht damit doch auch auf Streife. Das ist ein Undercover-Fahrzeug, kein Streifenwagen. Das ist ein Undercover-Fahrzeug. Das heißt, ihr seid jetzt beide Undercover unterwegs, oder was? Ja, nur noch. Wir sind ja jetzt beim SWAT. Wir fahren normale Streife halt nur noch mit den beiden Wagen. Denkst du, ob ich dir mein Schatzi-Baby gegeben habe? Naja. Das war ja die Sache. Ja. Sehe ich jetzt anders, weil Undercover heißt für mich halt Undercover. Welchen wollen Sie denn nehmen, Frau Ferguson? Den Dodge Charger oder den Taurus? Ach, mir soll alles recht sein, was Sie möchten. Obwohl, wenn ich Ihnen den Dodge gebe, dann reißt mir der Sweet den Hintern auf. Weil, weil er bestimmt kaputt hier ankommt. Ja, hey. Mir ist wurscht. Welchen willst du denn nehmen? Ich hol dir den raus dann. Das ist auch wurscht. Wir preschen über die Autobahn. Ich würde da oben mal gerne weiter rumfahren. Also, pass auf. Der Charger hat ein Chip-Tuning. Taurus nicht. Der Charger hat knapp 1000 Kilometer. Der Taurus 300. Ja, dann fahren wir mal den Taurus ein bisschen ein. Oder? Okay. Wir wollen ja nicht rasen. Oh mein Gott, ich bin abgerutscht. Okay. Oh mein Gott, es tut mir leid. Okay. Entschuldigung. Geht's Ihnen gut? Frau Ferguson? Falscher Alarm. Oh, nee. Wenn ich R statt E drücke. Frau Ferguson? Ich zieh mir aber meine andere Weste an. Moment. Mal schnell eine Weste anziehen, wenigstens so eine Jacke. Weste anziehen, Uniform. Winter. Winter, Winter, Winter. Vergewaltigt diese Nina. Gar nicht. Ich bin abgerutscht. Ich habe statt den Aufschließknopf halten, ich hau dir ins Gesicht Knopf geholt, gedrückt. Ah, da ist er. Hab mir noch schnell eine dicke Jacke und eine Weste angezogen. Ja, ich mir auch, nachdem ich gemerkt habe, dass sie mir Schaden gemacht haben. Ich dachte, das ist, wenn wir da hochfahren, vielleicht nicht so schlecht. Was sind wir denn, Adam 1 oder was? Ja, denke ich mal, ne? Die Herren werden ja ihre Rufnummer behalten, weil die ja nicht zu zweit fahren. Die Weste ist weg? Aber ist mir neu, dass SWAT-Teams undercover Streifenfahrten machen. Ja, mir ja auch. Deswegen, bin ich verwirrt, aber ich spreche das nachher mit der Kurme nochmal ab.
Ich hab doch gerade die Weste. Nein! Ich glaube, sie sind ich hab die Weste gerade angezogen. Ich kann mit Fahrzeugen nicht tun. Ich weiß, deswegen. Deswegen fahren sie da ja den Taurus. Ja. Wobei der ganz, ganz nice ist, wenn sie mit denen auf der Straße fahren, da hinten die Autobahn lang. Leuchtet die ganze Zeit. Und wie blau? Geht es den ne. Herbert Bolton? Ich glaube besser, ja. Wie geht's denn den Herr Wannock? Dann, glaub ich, noch im Krankenhaus. Was ist jetzt schon wieder passiert? Ich habe gehört, er hat damals ihr Auto gefahren und direkt verschrottet nach 5 Minuten, weswegen sie wieder zurück nach Mosleys gefahren sind. Ja, ich hatte gerade frisch das Auto gekauft, das war 10 Minuten alt und er wollte halt mitfahren. Also bin ich auf die Autobahn gefahren und danach habe ich ihn fahren lassen und bin mit einem vollen Motorschaden wieder zurückgekommen. Wow. Und ja. Hat weiter das LKW fahren lassen. Ich fahre jetzt einfach mal einen Kreis. Ich möchte gucken, ob der Ashburn hier irgendwo steht. Ja, gute Idee. Also, wenn ich die Weste anziehe, witzigerweise, dann leuchtet mein Schutzzeichen immer, wenn ich auf ihn zugelaufen bin, ist er weggelaufen. Aber wenn ich die SWAT-Rüstung anhabe, dann ist der Schutz oben blau. Du willst ja bitte keine Yacht kaufen. Ja, das habe ich ihm versucht auszuholen. Wir waren erst kurz zusammen unterwegs. Ich muss gleich mal kurz ins Krankenhaus aufgrund von Bauchschmerzen. Oh. Oh, oh. Verstanden. Die Antibiotika gehen an sich wieder. Ja, so, was hast du jetzt gesagt? Achso, ja, Herr Red musste was über, erledigen. Ich bin mit ihm mitgefahren und dann hat er mir gegenüber erwähnt, dass er gar nicht mehr zu zweit Streife fahren darf. Oder generell Streife. Deshalb wundere ich mich gerade, dass er jetzt an der Coverstreife fährt. Ja, also ich glaube, er legt sich die Vorschriften auch gerade ein bisschen so, wie er es braucht. Deswegen rede ich da später nochmal mit der Coleman. Ja, ich will ja nichts sagen, aber man, selbst in einem Kredit zieht man nicht einfach seine Waffe, seine Dienstwaffe. Selbst wenn man was demonstrieren möchte. Hat er die gezogen? Er hat doch gerade gezeigt, wie er mit der Waffe auf ihre Haustür gezielt hat, weil er dachte, sie wurden entführt. Achso, ja. Ich rede dann nochmal später. Auch nur der Falsche sehen, also so unter uns habe ich nichts dagegen, aber wenn das der Falsche sieht, dann... Wir hatten ja erst eine Ansprache darüber. Nee, ich rede später nochmal mit dem Herr Coleman sowieso, weil ich das gerade mit der äußeren Farbe ein bisschen schwierig finde. Mit der Veränderung, weil wir schon einheitlich auftreten sollten, aber ich spreche dann nachher nochmal mit ihm. Jetzt ist er ja erstmal verhindert. Und wir sind ja sowieso erstmal im Norden. Ja, ich bin ja auch 2 Tage im Krankenhaus gewesen. Ja. Nee, ach so, was er gerade gefragt hat. Nee, der Herr Bolton hatte gestern früh wohl Antibiotika genommen. Und dann war ich ja mit ihm unterwegs gewesen. Wo waren wir denn gewesen? Am Strand und so weiter. Und dann, ja, musste ich ganz dringend wieder umdrehen und dann hat er eine Magenspiegelung bekommen von Herrn Stehm. Boah, ich auch, ja, dann durfte er wahrscheinlich über Nacht bleiben, richtig? Nee, über Nacht nicht, er durfte dann abends wieder raus, deswegen sind wir dann abends nochmal losgefahren, als er mich dann abgeholt hat. Hat aber der Herr Red angerufen, weil der alleine war im PD und ja, aufgrund einer kontrollierten Sprengung, die wir halt an der Tankstelle durchführen mussten. Und ja, dann hat der Bolton mich schnell zurückgefahren ins PD. Ich habe mich wieder eingestempelt zum Dienst, bin dann mit Herr Red zur Tankstelle gefahren, dann haben wir da gesprengt, dann bin ich da wieder in Feierabend gegangen und bin dann in der Bolton nochmal zu Pier runtergefahren. Das klingt nach einem sehr abenteuerreichen Abend. Also, dass nichts los gewesen ist, wäre untertrieben gewesen. Hallo Sarah. Ich glaube, ja. Herr Stieb hat mich einfach gerne im Krankenhaus, wenn er mich über Nacht da behält, aber den Herr Bolton so früh gehen lässt. Durfte mich noch nicht mal selbst entlassen. Oh, okay, wenn ich da war, dann darf ich immer selbst gehen, aber ich habe auch keine langen Listen. Ich habe gestern, ich hab gestern gesehen, Reparaturkosten oder Reparatur vom Auto, PD-Auto hatte ich 2 Stück insgesamt. Und Krankenhaus war ich, glaube ich, 3-mal, aber nur wegen meinen Kollegen. Weil mein einer Kollege mich getasert hat, der andere hat mir einen Knüppel über den Kopf gezogen. Wow. Also, sonst wäre ich da wahrscheinlich auch nicht gelandet. Ja, hier rechts die Tankstelle, die war das gestern. Hier rechts von uns. Okay, gucken Sie mal eben ganz kurz weg, ich muss jetzt die Tankstelle voll übersehen. Die kann man auch übersehen. Ich dachte so, Sie gucken so mehr nach rechts, weil Sie da sitzen. Nee, ich habe eigentlich nach links, nach vorne geguckt eigentlich. Du bist, glaube ich, zu weit weg, wenn du tanken wolltest. Wolltest du tanken, weil dann bist du... Ich glaube, die Tankstelle verarscht mich. Moment, ich will sie nicht über den Haufen fahren. Fahren Sie mal. Ja. Ich weiß nicht, wie ich meinen Führerschein geschafft habe, falls das jemand fragt. Irgendwie hat es ja geklappt. Tankstelle, sag mir mal, ich habe nicht genügend Geld.
Ach so, das hatte ich auch mal eine ganze Zeit lang. Hast du das immer noch? Jetzt müsste es gut. Ja, sieht gut aus. Aber ein Kanister ist nie verkehrt. Ja, gerade wenn wir hochfahren, dann habe ich immer einen dabei. Ist immer ganz gut. Brauchen Sie noch Essen oder Trinken? Nicht, dass Sie... Ne, nicht immer das da. Alles gut. Außerdem haben wir, wenn wir im Norden sind, reinfahren, haben wir eh eine Tankstelle. Und da kann man noch Essen holen. Falls es da fehlen sollte. Das Auto gibt mir immer zu viel Gas, wenn man anfährt. Ja, es kommt aber durch den Schnee. Ich meine, das Reifen durchdrehen, ne? Ja. War rechts immer frei oder soll ich jetzt fahren? Ja, nee, rechts darfst du fahren immer. Ich bin mir da nie so sicher. Nicht, dass ich irgendwann von einem Kollegen angehalten bin. Nein, also wir haben ja rechts... Deswegen können sie ruhig rechts fahren. Passt schon so. Jetzt habe ich dasselbe Problem mit Trello. Wie ich? Dass sie nur markieren können? Ja, ich kann gar nichts mehr machen. Ich habe versucht, irgendwelche Dateien anzulegen oder zu bearbeiten. Gar nichts. Da meinte Herr Red, ich soll da rausgehen und das Programm hat mich noch nicht mal rausgehen lassen. Also. Ja, das ist. Also er meinte auch zu mir, ich soll mich da komplett nochmal mit neuen Namen anmelden und so weiter, aber. Ich weiß auch nicht, was mit dem Trello los ist. Vielleicht ist da die kostenlose Version. Oder ist es die kostenlose Version einfach abgelaufen? Weiß ich nicht. Männer, aber bei uns nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Oh, Mosi sieht richtig aufgeräumt aus, Mensch. Wenn da keine Autos stehen. Da war gestern aber auch mega viel los, ey. Das weiß ich nicht. War gestern zu Fuß unterwegs. Ja, ich habe gestern gesehen auch, dass sie mit dem Herr Wannock unterwegs waren. Händchen ja, haltend. Ein liebes Pärchen. Sehr offensichtlich, wenn ich jetzt Nein sagen würde, oder? Schon, ja. Wenn sie das schon so offensichtlich machen, schwierig. Also dafür war es wirklich zu offensichtlich. Ja, schon ein bisschen. Wenn das keine Beziehung ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Oh, soll ich zurück zum PD? Der Hausmeister kommt in 30 Minuten. Ach, wir können schon noch ein paar. Sonst fahren wir einfach in der Stadt ein bisschen was ab, oder? Ja, dann fahre ich gleich mit der Autobahn wieder runter. Dass wir einfach in der Stadt ein bisschen die Punkte angucken. Wir können ja mal die Werkzeug. Wie heißt denn das da unten? Den Wagen anfangen? Ja, genau. Okay, das mit den Ebenen. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ist markiert. Arnold, hier 15 David, komm. David, komm. Einmal Kennzeichenüberprüfung kommen. Ist der nicht im Krankenhaus? Jo, kommen Sie. Whiskey, ja, Foxtrot, Charlie, 0, 3, 9, kommen. Das war zu schlimm. Kennzeichen ist auf einen Wade Winston zugelassen, komm. Okay, es wäre für mich zu schnell gewesen. Check 15, der wird ändern. So, und ihr habt ihr schon gegessen? Ich bin ein bisschen ausgeruht. Geht's allen gut? Ja, um 16 Uhr habe ich zwei Praktikanten im PD. Hoch? Die heute mal so ein bisschen mitfahren. Ja. Okay. Hallo? Die fahren entgegengesetzt, soll ich da mal hinterher? Brauchen sie nicht. Das ist, glaube ich, ein Ureinwohner. Ah, Zivilisten, ja. Der Müde, same. Die Ureinwohner. Die Ureinwohner, genau. Sind sie um 16 Uhr da? Also nach dem Hausmeister? Im Dienst, meine ich? Oder sind ja, sie unterwegs? Ja, eigentlich schon. Im Dienst bin ich mir noch nicht sicher, aber ich bin da. Okay. Also ich weiß, der Herr Kess wollte dann auch... Also meine ich zumindest, oder hoffe ich, sagen wir es mal so. Ich muss nämlich dann ein bisschen die Praktikanten auch verteilen, ne? Kann nicht beide mit mir rumfahren. Ja, nein, ich dafür für zu viel Chaos. Mir sollten sie keinen Praktikanten geben. Ich bringe denen die Scheiße hin. Ach, Quatsch. Wir suchen. Doch, wir suchen wieder. Jetzt, wo die Frau Martinez gegangen ist. Ich bin selber noch halber Praktikant. Ja, sie wissen... Christine David, kommen. Warte. Hört, komm. Kennzeichenüberprüfung, kommen. Oh, was sagt ihr denn?
Jo, hört, komm. Spot, Streife. Kennzeichen dort wie folgt. Charlie, Lima, Whiskey, 2, 4, 9. Kommen. Ist das nicht derselbe? Kennzeichen, Fahrzeug ist bei den Uwe Bolten zugelassen, komm. Oh. Check, 15 David, Ende. Was wollte ich jetzt gerade sagen, da bin ich völlig durcheinander gebracht. Ach so, genau, Sie wissen schon, ne, wenn neue Leute ins PD kommen, dass Sie dann für die jeweilige Ausbildung zuständig sind auch mit? Ja, das weiß ich. Okay. Ja, die Frau Martinez hat ja vorgestern gekündigt. Das vielleicht nicht so eine gute Idee, das meinte ich eher so. Ach so, okay. Ja, ich muss mal gucken, wenn dann später da ist, dann gucken wir einfach mal. Ja, der Domkess ist leider echt wenig da. Also mich schon echt gefreut, heute mit ihm Streife zu fahren. Aber ich meine, der kommt heute auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, wann. Ich weiß nicht, ich habe so keinen Kontakt mit dem Herrn. Scheiß Ampel, ne? Yep. Also die Frau Martinez ist... Ist bei Ihnen auch rot, ja? Nicht, dass ja. Bei mir grün ist. Jetzt ist grün. Ja. Die hat letztens gekündigt, ich weiß gar nicht, ob es 2 Tage her ist oder 3. Ist ja auch mit dem Herr Street zusammen. Die Frau Ferguson ist mit dem Herr Wannock zusammen. Das sind so die Sachen, die wir jetzt in-game so die letzten 2 Tage erfahren haben. Was war noch? Ja, gestern halt Tankstelle gesprengt, ne? So die Basics. Ja, wir hatten gestern eine Verabredung. Bis später, Thorsten. Du kannst das Praktikum und so schon noch vorher machen, ne? Bevor du dein Personal ausbesserst, Angel. Ja, ja. Ich sehe diese Linien auf den Schnee so bescheiden. Yep. Ich wäre fast weitergefahren. Ich stehe auch manchmal da vorne und dann denke ich mir, scheiße, die Linie ist ja voll weit hinter mir. Was passiert ganz schnell? Ist das da hinter uns heißt Street? Yep. Ich weiß nicht, ob er dich kontrolliert, weil ich sitze ja nur daneben, aber... Rock, kann er ruhig. Vielleicht werden wir belauscht. Ja, das ist so. Sie sind über rot gefahren. Nein, es ist rechts. Es ist trotzdem rot. Nein, aber es ist rechts rum. Das ist richtig. Ich glaube, vielleicht will er denselben Ort anfangen wie wir, ich weiß nicht. Arnold hier, 15, David, kommen. Kennzeichen überprüfen. Brauche einmal einen Abschlepper am Warenankauf, kommen. Oh, da fahren wir doch gerade hin. Check, 15, David, Ende. Die alle am Wareneinkauf. Ja, warte mal, ich pull mal um kurz. Alternativ können wir uns... Ich hab's mal geändert. Ja, das war jetzt ein bisschen spät. Ich gehe jetzt nicht nach rechts. Lass mich eben da hinten rüberfahren. Ja. Warum Fail? Was ist denn für ein Fail? Hä? Weil ich die Route neu gesetzt habe? Kann ich dafür, wenn alle an den gleichen Ort wollen, wie ich den anpeile? Dann heißt es doch, dass wir die gleichen Punkte im Blick haben. Ich könnte wetten... Ich bin David für Arnold, kommen. Hört sie kommen. Ist derzeit kein Abschlepper erreichbar, können sie dann einfach beschlagnahmen, denke ich, kommen. Negativ, ich brauche einen Abschlepper, kommen. Ach, Herr Red. Ja, wie gesagt, ist im Moment keiner da, komm. Tja, ich hab das stehen lassen. Knöllchen ran. Worum handelt es sich da denn? Der Uwe Bolten hat ein nicht verkehrstaugliches Fahrzeug, was erstmal zur Werkstatt gebracht werden muss, um dort repariert zu werden. Komm. Ja, ah, gut, ja. Werkstatt ist wahrscheinlich gerade keiner da. Ich würde vorschlagen, dass sie den einfach eskortieren, komm. Ach, geirrt. Ja, ich. Check, ich schau mal, ob ich noch meine Reichen bekomme. Das ist doch kein Fail. Wow. Ja, auch noch Ende. Herr Kohlmann ist bestimmt glücklich, die Leitstelle zu haben. Ja, man hört sie richtig an. Ja. Ich würde mal hier so ein bisschen rumgucken, haben wir schon länger nicht mehr. Hier habe ich mal den Cornelius Bolton getroffen mit der Frau Martinez zusammen. Also warten Sie mal, können wir mal aussteigen und hier kurz rumlaufen?
Ja, mit Auto würde ich jetzt nicht empfehlen. Ist ein bisschen eng. Nee, ich wollte es nur an der Seite packen. Nicht, dass die gleich einer auf den Hof fährt und dann uns direkt hinten rein oder so. Hm. Das war schön. Einfach ein bisschen rumgucken, ob hier vielleicht was ist oder so. Das finde ich. Hörst du das auch? Ist denn dieses Rauschen? Nein, das Klopfen. Das Klopfen auf Metall. Ja, aber ich glaube, das muss so, das sind, glaube ich, Maschinen. Die Ventilatoren, oder? Glaube ich. Ja, hier. Ach so. Okay. Na dann. Und schade, dass man nicht in alle Gebäude rein kann. Also was natürlich auch gut ist, sonst könnte man sich hier voll gut verstecken, aber... Ich weiß auch nicht, warum wir den hier den einen Tag getroffen haben. Ich weiß nicht, was man hier machen kann, ne? Ich geh mal da hin. Herstellen kann, so, also auf der anderen Seite. Dann ich wollte gerade fragen, ob sie wissen, was man hier eigentlich tut an diesem Ort. Ich weiß gar nicht, muss man. Na, ich glaube Lebensmittel herstellen, so, oder? Echt? Wo stellt man die denn her? Rohstofffabrik, nee, da habe ich keine Ahnung von. Ich dachte, wir wären bei den Lebensmittelladen und. Ich funke durch, wenn irgendwas ist. Okay. Lebensmittel. Ich wollte gerade sagen, wenn du hier Lebensmittel herstellst, dann bist du aber. Huch, dann sind wir ganz schnell krank. Hallo? Da lang. Danke. Gibt denn das Auto da hinten? PC-Auto. Da kannst du aber auch schön, ne? Irgendwas im Container dann so aushandeln, jemanden als Geisel nehmen, whatever. Können wir da, oder? Soll ich da hochgehen? Ja, doch, für die Sicht machen wir das mal. Mal gucken, wir müssen dann auch 20 Minuten noch mal kurz den Hausmeister reinigen lassen. Bitte fahr hier nicht runter. Was hat man denn hier so für einen Blick? Da hinten wird Öl gemacht, ne? Ich seh dich. Guck sie mal an. Oh Mann, ich bin aber auch stark. Eine Hand. Vergessen geht nicht ans Telefon. Oh, okay. So. Wir sind nicht hier auch in der ganzen Stadt verteilt, ne? Ist das denn hier eine Brücke da hinten? Bin ich da schon mal rübergefahren? Sind aber einige Plätze hier. Das da hinten sieht auch geil aus. Hab ich gerade einen Schuss gehört? Okay, ich habe Angst. 15 David Code 4. Ich habe Angst. Jetzt sind die 50 groß und scharf. Ach, oh mein Gott, ich muss jetzt mal runterkommen, ohne zu sterben. Aussicht ist besonders schön, ja, auf jeden Fall. So fabrikmäßig. Moment, ich will hier nämlich nicht runterstürzen. Herr David, an alle haben wir gerade Einheiten. Oh mein Gott!
positiv Miss, ach, Miss Luga und ich sind hier. Seid ihr das auf dem Wasserturm? Komm. Also ich bin nicht auf dem Wasserturm. Ich weiß nicht, was mit Miss Luga ist. Ich bin tot. Check das mal, komm. Ich bin ohnmächtig. Verstanden, Ende. Ten David, hier 50 David. Komm. Oh Gott. Ten David hört kommen. Was, wo ist die Gießerei? Komm. Neue Markierung auf der Karte. Ja, wir haben hier einen Obst am Boden kommen. Wir kommen sofort Sanitäter, der Gießerei kommen. Wird bestellt, komm. Wird den David ändern. Gott, so und euch einmal alleine lassen. Wir haben uns aufgeteilt, und ich wollte da reingucken. Hat da jemand drauf geschossen? Nein, das ist nicht. Ich hab gefallen. Ich hab jemanden auch da oben gesehen. Dann David, die David kommt. Dann David hört kommen. Können Sie mir ein Dispatch schicken, kommen? Wir sind Code 4, wir brauchen nur noch einen Sanitäter. Ja, Rettungswagen ist unterwegs. Das ist rutschig da oben. Ich dachte, ich hätte da hinten rote Haare ums Gebäude rumlaufen, deswegen bin ich da hingerannt. Oh, ich sehe aber nicht so gut aus. Rate mal, wer jetzt den ganzen Tag im Krankenhaus bleiben darf, ey. Nein! Sagen Sie das nicht, wenn sie aufwacht, sie wird wütend sein. Selber schon. Ich hätte doch nicht weggehen sollen. Ich bleib da nicht den ganzen Tag drin. Das mach ich halt nur Innendienst. Das geht echt nicht. Oh, Miss Luga, jetzt fühle ich mich schlecht. No. Ja, ich hab eine Person gesehen, ja, gefahren, dann lag sie hier. Also, höchste Strecke runtergefallen. Ja, ich. Ich bitte, Sie müssen mir helfen. Ich hab auch. Ich sehe jetzt keine Person. Ich hoffe, mein Kollege sieht sie. Warte, ich kann sie. Ja, geh mal weg. Also, ich, oh mein ich Gott. Ich genau davor. Geh mal weg. Ja, geh mal weg. Ich muss immer weg. Oh, das wird jetzt. Nein, er wird mich jetzt auch. Super, ja, jetzt. Okay, was ist Code 4? Herr Red. Ich wollte allgemein die Werkzeugfabrik anfangen, dann sehe ich sie hier. Hey, wir haben doch schon mal gesagt, dass wir hier sind. Nee, du hast gesagt Gießerei. Das ist die Gießerei, die Werkzeugfabrik da, ist das Gelbe. Da drinnen in dem Gebäude ist die Gießerei drinne. Ja, ja, wo soll ich denn die Scheiße wissen? Und da. Hat gesagt, hallo. Einmal setzen. Ich mach das so. Was ist denn schon genau passiert? Ich bin runtergerutscht. Vom Wasserturm? Nein, nicht von ganz oben. Da von der ersten Plattform, okay, die Sie da sehen. Ich bin ganz vorsichtig runtergelaufen und dann bin ich ausgerutscht. Ich sehe am Hinterkopf Blut jetzt. Das verbinde ich einmal. Wie stark sind denn die Schmerzen? Ich weiß gerade nicht so. Es ist so wie taub gerade. Ich weiß nicht, ob es noch der Schock ist, oder? Ich schau mal kurz meinen Rollstuhl. Die Rollstühle sind so hässlich. Naja, aber sie helfen wenigstens. Wie haben sie das hingekriegt? Ich bin ausgerutscht. Ich dachte, ich da hinten hinterm Gebäude verschwinden sehen und bin hier hingerannt und dann... Jetzt krieg ich auch noch Husten, oh Mann. Achtung, ich krieg Husten. Er steht. Ja. Bevor ich alle anstecke. Danke. Bäh. Dann haben wir auf den Rollstuhl. Ich helfe ihn. Yeah. Hol mich raus. Gut, dann helfe ich ihn einmal in den Rettungswagen. Ich den jetzt mal rein. Abfahrt. Wie bitte?
angeregt? Ich sag Code 4, das heißt, da ist keine Einheit mehr. Dann nehme ich da rein, da kommt er trotzdem. Jetzt haben wir keinen mehr auf Streifen. Das ist das, was ich sage. Ja, ich würde zurückfahren, der Hausmeister kommt gleich. Ja, ich fahr zurück. Anstellen, Frau Luga? Na, ja, bin ich. Ich hoffe, ich roll nicht raus. Also ein Gutes hat die ganze Geschichte, ich kann eigentlich meinen Döner essen. Ich hab jetzt doch Döner. Ja, und ihr so? Egal, was du sagst, ich mach Innendienst heute. Ich mach Innendienst. Zur Info: 2069 wird ins Krankenhaus eingeliefert, ist ein Wasserturm, wird reinkommen. Ja, verstanden, komm. Dann David, Ende. Müde. Ja, ich habe halt auch schon um 6:30 angefangen zu streamen. Arnold, hier 15, David, komm. David, komm. Ich habe jetzt der Schweb mit seinem Privatwagen geblitzt mit 177 km/h. Und er sagte zu mir nur, er muss ins Krankenhaus. Ich werde ihn dafür jetzt trotzdem eine Strafe gleich ausstellen, oder? Kommen. Der ist hier bei mir, du brauchst ihm keine Strafe ausstellen. Er war aber in seinem Privatwagen unterwegs, komm. Ja, aber ich denke mal, der war auf dem Weg zum Krankenhaus, dass er mit dem Krankenwagen zum Einsatz fahren kann, kommt. Ich nehme sie mal gerade in Schutz bei Marat, ne? Okay. Wegen zu schnell fahren mit Privatfahrzeug, ja, der was gesagt, warum der so schnell unterwegs war? Ja, ich war halt gerade. Nur, dass er ins Krankenhaus ist, dann habe ich ihn jetzt hierher fahren lassen. Ja, dann kam die Meldung. Ich könnte mein Auge zudrücken. Ja, das denke ich aber auch. Fragen Sie mal, was der Grund war, deswegen, warum er so schnell ins Krankenhaus musste. Herr Dorn war ja da, komm. Ja, eben gerade, das waren halt mit seinem Privatwagen mehrere rote Ampeln. Drei Stück habe ich gezählt, plus noch die Geschwindigkeitsübertretung, ne? Komm. Das ist... ja, ich... Klingt mich mal kurz ein. Herr Steb ist der einzige Arzt, Herr Dorn ist nur ein Sanitäter, sprich, er darf nicht behandeln. Komm. Was tut ihm denn alles weh? Naja, dennoch, im Privatwagen hast du nicht die Befugnis, Arztin oder eher unabdingt. Oberkörper. 177 durch die Innenstadt und drei Ampeln mitzunehmen. Ach, diese Stimme in dem Funk, Herr Steb. Wie sie sich über sie unterhalten. Ja, ich glaube, ich würde da in dem Fall mal eine Verwarnung aussprechen und da mal ein Auge zudrücken. Wir kriegen jetzt nur eine Verwarnung, hoffe ich. Wenn du mir eine Strafe, ja, ich werde jetzt erstmal mit ihm quatschen, aber. Der behandelt mich gerade, jetzt lass ihn doch mal bitte in Ruhe. Tut der mit dem Gott. Ich habe ihm ein bisschen Schmerzmittel gegeben. Ja. Der Hinterkopf ist, glaube ich, ja, da müssen wir, glaube ich, nähen, höchstwahrscheinlich. Gut, ich tasche ihm erstmal den Oberkörper ab. Sagen Sie mir, wenn es stark wehtut, einmal die Brust hier oben, die rechte, die linke, dann den Bauch. Ja. Der Bauch. Okay. Ja. Gut. Dann schauen wir ein, nehmen wir das einmal und gucken wir dann ins MRT. Dann kommt es einer mit. Ich hab ihn auf den Rollstuhl. Hab ich richtig Bock drauf, warum bin ich jetzt im Krankenhaus, ey? Ich bin doch nur auf Streife gegangen, ich hab doch nichts gemacht. Ich kletter nie wieder irgendwo hoch. Und schon ist der ganze Tag im Arsch. Ich hab keine Lust auf Suizid, ich bin einfach runtergefallen, obwohl ich hätte gar nicht runterfallen dürfen. Die Rolle steht immer mit der Tür, ne?
Gut, dann helfe ich ihn einmal wieder auf die Trage. Ach Mann. Achso, ich kann ja schon mal. Genau. Ich kenne das Prozedere ja schon mit meiner mit meinem Tigerbiss. Schrank, genau. Nehme ich jetzt echt noch operieren, okay? Und einmal E-Zeug. Ich werde sie erstmal komplett betäuben. Ja. Bestimmt David verankommen. Hört sie, kommen sie. Ich verweise sie mal auf das bürgerliche Gesetzbuch, Paragraph 7, rechtfertigender Notstand. Es war somit keine Straftat, komm. Sehr gut. Sehr gut, Herr Kurmann. Das bezieht sich auf Straftaten, nicht auf Ordnungswidrigkeiten, komm. Und dann, sie schreiben mit. Ja. Super. Die Wunde wurde mit negativ, das bezieht sich allgemein auf Taten, weder Ordnungswidrigkeiten noch Straftaten, komm. Das Blut verwischen. Super. Ich bin gleich hier im PD, komm. Dann passt das schon mal. Aber schon Ende. Und dann guckt man noch einmal in den Magen. Okay. Ich helfe ihn wieder hoch. Oh, auf den Rollstuhl. Willst du den Magen über eine Spiegelung oder also Röntgen machen? Ah, ja, ja. MRT. Achso, oder über das MRT. Das geht natürlich auch. Es steht egal, was sie machen. Ich muss heute mit ihnen sein. Aha, mit Dreh. Ich erlasse Kopf ihnen die Strafe. Ich erlasse ihnen die Strafe und sie müssen mich in Indien lassen. Das kann ich leider nicht vereinbaren. Sie, auch wenn sie schaffen das. Sie schaffen das. Ich glaube an sie. Dann können wir ihn einmal. Können wir uns da nicht auf gegebenenfalls leichte Tätigkeiten wie Leitstelle oder so einigen? Deswegen Innendienst, ja, nicht Streife. Ja, das können wir. Sie können auch den ganzen Tag an meiner Seite bleiben und auf mich aufpassen. Nee, ich habe höchstwahrscheinlich noch etwas Wichtiges vor. Okay. Schade. MRT, Pork. Egal, ich muss unbedingt in den. Huch, was ist denn das für ein Licht gerade? Das ist gerade Blaulicht? Ja. Was hat er sich auch gedacht? Sonst machen wir erstmal Mittag. Ja. Es ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt für mich, im Krankenhaus zu sein heute. Wobei Herr Kurmann ist ständig im Krankenhaus. Jetzt lass mich hier nicht liegen, ey. Bis nach dem Dings. Ich weiß gar nicht, wie lange so ein MRT dauert. Also, so real life jetzt, wie lange man so beim so einem MRT ist. Sarah, wie lange ist das so? Du als Profi? Ja doch, ich habe mich voll auf die Praktikanten gefreut eigentlich, aber... Ne, ich bin nicht hier bei der Straße, ich würde mal gucken, wie es ihr geht. Halt, wollte ich nicht gestern. Hallo. Hallo. Na, wegen der Strafe, wir haben geguckt, bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 7. Ich hab's schon gehört, ja. Da dachte ich, oh, Herr Kurmann. Ja, deswegen, er hat das doch nur wegen mir gemacht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin direkt zu Herr Kurmann gefahren und hab mit dem geguckt, ja, was ein Paragraph das ist. Ich finde, irgendwann ist auch mal genug, oder? Den Stehpferd reinzudrücken. Vor allem der Stehpferd zum Einsatzort und fährt dann mit seinem Privatfahrzeug in der Krankenwagen hinterher, weil er der Arzt ist und wird dann dabei angehalten. Obwohl der Herr Red genau weiß, dass er sie behandeln muss. Nicht ein bisschen scheiße. Ja, generell verhält er sich gerade schon wieder wie der letzte Penner irgendwie. Gut. Darf sie wieder raus? Wir passen noch auf sie auf. Ja, ich hab schon gefragt nach Innendienst, aber ich darf nur Innendienst machen. Strikten Innendienst. Also leichte Tätigkeiten. Die nehme ich Huckepack, oder? Also, so die Info beim im Bauchbereich ist alles soweit in Ordnung. Das kam jetzt nur wegen dem Aufprall, die Schmerzen. Ja. Und Glück. War auch nicht so hoch, zum Glück. Ja, ich informiere Sie, wenn wir Sie im Außendienst sehen. Bin gerade vom Silo gefallen. Über Nacht Krankenhaus. Yeah, yeah. Wenn Sie mich außer Dienst sehen?
Oder wenn ich außerhalb des PDs... Hausmeister kommt gleich. Wenn sie im Außendienst, also wenn sie Aktivstreife mit... Ach so, ja nein, das mache ich ja nicht. Ich muss heute nur in Dienst sowieso, muss ich heute eh sein. Gut, dann... Ich bin also ausgerutscht. Sie können gerne alles an liegen gelassen, im Programm nachholen, Leitstelle machen. Das Gute ist, an so einer hohen Position ist, man kann heute rumkommandieren. Schnell, 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 wir haben nur noch 3 Minuten. Oh ja. 3 Minuten. Nee. Bin ich hier mit dem Auto. Warte, ich zu schnell, sonst kotze ich noch. Ja, sonst bringen wir sie gleich runter. Alles gut, ich bin da. Oh, okay. Oh mein Gott. Oh Moment. Wenn es schlimmer wird, melde ich mich bei Ihnen, Herr Steeb, und sag ihm Bescheid. Genau, macht er das. Ja, schnell, ja, ich nur... Darf ich kann nicht... Okay. Hä? Ist auf? Okay, nochmal. Ich geh hinten rein. Falls ich brechen muss. Darf ich kurz zwei fahren? Ja, bitte, fahren Sie jetzt gerade kurz bei. Sonst schaffen wir es nicht. Sei teuflischer Plan. Herbie hat mir geschrieben und ich kann nicht gucken. Gibt mein Auto nicht mehr. Schönen Abend gestern, ich bin eben auf deinem Bett aufgewacht, war echt gemütlich, so gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Leider bist du ja nicht mehr da und wahrscheinlich am Arbeiten. Ich stehe gerade vor deiner Tür und finde mein Auto nicht mehr. Wie sieht's denn mit dir aus gerade? schwierig. Ja. Mensch, da sehe ich jemanden auf dem Wasserturm, dann reich ist da jemand. Ja. Ja, ich hätte gefunkt, aber war schwierig. Soll ich diese rote Haarpracht aus dem Gebüsch schauen? Aus dem Gebüsch? Die werden eher von den Schienen. Wir hatten gestern, also, naja, so, eigentlich war es eine Verabredung mit Unterbrechungen. Der Mann. Da, grüner Kopf! Oh mein Gott, der Kopf ist grün! Ich hab Angst, ich geh schnell rein. Oh mein Gott, Frau Völkes ist auch grün, okay, ich geh raus. Bis gleich. So. Oh, Moment, ich werde gleich umgeswitcht. Sollte eigentlich gleich rausfallen, fliegen. So, jetzt kann ich aber mal den Dings hier so lange anmachen. Ja, jetzt müssen wir kurz warten auf dem Hausmeister. Praktisch ist natürlich, dass... Achso, wir hatten ein Date, ja. Wir waren ja dann noch abends beim Pier, ja. Praktisch ist natürlich, dass mir das jetzt vor dem Hausmeister passiert ist. Ich bin übel aufgeklatscht gerade, ja. Dabei bin ich so vorsichtig gelaufen. Ah stimmt, der Bußgeldkatalog. Das war ich heute auch noch mit der Kurve. Na gut, das hat sich dann erledigt. Okay, gut. Dauert zum Glück nicht lange, der Hausmeister. So meine Scheiße. Ja, dann müssen heute die Praktikanten woanders mitfahren. Sobald ich im Außendienst gesehen werde heute, heißt es über Nacht ins Krankenhaus. Oha! Also ihr kriegt jetzt, wenn ihr Dings stimmt, dann kriegt ihr Punkte. Jetzt hat Ossi 19.000 Punkte bekommen, oder was? Okay. Cool. Wenn du 19k eingezahlt. Achso, der dann am meisten eingezahlt hat, kriegt dann noch die Punkte, oder was? Warte mal, sind die schon wieder Endgame? Moment. Statt mal eben 5M. Da. War die beiden richtig lang. Ach, wurde das dann aufgeteilt, oder was? Okay. Moment, ich starte schon wieder.
Hallo KI. So, geh schon wieder rein gerade. Krieg ich wieder ein Bild von mir. Hättest du eigentlich Feierabend um 15 Uhr gehabt, oder was? Ich esse gerade mal nebenbei schnell. Bin ja heute vom einen Stream zum anderen gehüpft. Bin aber auch gleich in-game. Warte. Oh, Aquaman! Guten Tag. Guten Tag. Aquaman ist... Hallo? Hallo. Wir haben das gerade alle gesehen, oder? Nee, ich hab nur sie schreien der hören. Aquaman ist auf meinen Kopf gefallen. Was? Okay. Oh, wei. Na gut. Oh, ho. Hallo. Ja. Hallo. Aquaman, geht's Ihnen gut? Ja, alles gut. Sie sind gerade auf meinem Kopf gelandet. So, ich zieh mich mal eben um. Miss Luca, geht's Ihnen gut? Sie schwanken ein bisschen. Ja, ich komme auch gerade aus dem Krankenhaus. Es ist 2 Minuten her, dass ich angekommen bin. Wurden Sie nicht behandelt, oder was? Doch, wurde ich. Sie den Sanitäter verprügeln. Aber wissen Sie, was er nicht gemacht hat? Er hat mir gar keinen Pflaster gegeben, der Sanitäter. Soll ich Ihnen eins holen? Ich brauche irgendwas. Ich hab welche. Hallo? Hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Okay, gut. Eine Frau Ferguson will ich hören, glaube ich. Ja, also mit Eichhörnchen? Passend zu meinen Schneeflocken, oder was? Ja, Herr Kohlmann, das sind die beiden Herren, von denen ich Ihnen gestern erzählt habe. Ihr könnt euch ja mal vorstellen, ich verbinde mich mal eben. Ja, ich bin Jack Slater und ja, was soll ich sagen? Ich dachte mir, ich mache mal ein Praktikum hier. Ja. Da ihr noch Leute sucht, dachte ich mir, ich gucke mir das mal an. Ja, ich bin AG Meister. Ich habe mich gestern herzlich damit angeschlossen, da mein Kollege jetzt schon hier ein Praktikum machen wollte. Und dann dachte ich, ja, dann mache ich auch mal. Wenn es ging, eins. Und dann wurde mir gesagt, es geht. Von daher. Ja, hört sich gut an. Da dachte ich nicht, dass ich vom Silo falle. Das ist übrigens Mann. Herr Coleman, das ist der Chief of Police. Ah, genau. Damit okay. Sie wissen, vor wem Sie hier stehen. Ich gehe mich mal fix umziehen. Ja, ich auch. Ich sehe aus wie vom Weihnachtsmarkt. Wie du der Glühwein. Ich habe ihn sogar einen Verbandskasten mitgebracht. Oha, voll lieb, aber der ist voll teuer. Haben Sie überhaupt Geld dabei? Sie sollen ja nicht hier rumpumpeln. Ich hatte schon wieder meine Weste an. Bitte? Egal, für den Notfall, falls sie doch mit dem Wasserturm runterfällt. Heute darf ich nicht mehr auf Streife, sonst heißt es direkt für mich über Nacht ins Krankenhaus. Ich darf nur Indienst machen heute. Wieso werden Sie alle entlassen dabei? Ich muss mit Herrn Stebrin. Ich glaube, der behält mich gerne da. Ich geh mich umziehen. Ich habe gesagt, er soll mich gehen lassen. Ich habe darauf bestanden, dass er mich gehen lässt. Deswegen darf ich gehen lassen. Ja, ich auch. Ich lasse sie noch nicht mal gehen, wenn sie sich selber ausweist. Willst du mit deinem Praktikanten auf Streife fahren? Sie selber entlassen. Ich? Ja. Er hat's verweigert, er hat die ja, nicht gegeben. Achtung, ihr müsstet euch heute ein bisschen aufteilen. Ich hätte das sonst gemacht, aber ich bin ja jetzt gerade, wir haben zwei Praktikanten, wir müssten das jetzt irgendwie aufteilen. Ja, ich hätte jetzt gesagt, dass Herr Street und Herr Red jeweils einen nehmen. Ja, das war jetzt auch gestern danke, Herr Kohl, mein Plan. Sie retten mir meinen Hintern nicht, ich muss nämlich los. Okay, Frau Ferguson. Die können wir gleich noch machen, bevor du mit denen rausfährst. Aber Frau Ferguson, bitte. Wollen Sie die beiden Herrschaften wenigstens das PD zeigen? Dann haben Herr Street und Herr Kohlmann und ich. Das wäre super. Ziehen sich dafür auch eine Uniform an? Und Ihnen beiden noch eine schöne Schicht. Ich weiß noch nicht, ob ich nachher wiederkomme. Ziehen Sie sich so lange eine Uniform an, wenn Sie sie durchs PD führen, bitte? Jawohl, Ma'am. Dankeschön. Ja, so, wollen wir dann ins welches Büro wollen wir? Von Herr Kohlmann oder wo wollen wir hin? Oder hier unten. Oder ist hier egal, unten. Wir können unten gerade machen. Mir ist wurscht. Das ist wurscht. Das ist euer Ding. So, die Herren. Ich hätte bitte gesagt. Ich komme gleich auch noch. Ich habe gerade ein Heizkissen auf dem Rücken. Oh! Ja, gerne. Mensch, der Tisch ist immer noch so sauber. Ja, ja. Da ist die Leitstelle. Ja.
das Büro des Captains. Der Tür! Aha. Oh, verdammt. Ach, die geht nicht zu. Also, da geht's zur Treppe. Oh. So. Ja, ich hole mir die Leitstelle. Moment. Ach so, ja. Ich schicke ihnen beiden noch schnell das Ding dazu. Ja. Mutter war zu Besuch und hat nicht ganz so sehr aufgepasst, wo sie hingeht. Oh. So. Hier kommen. Der Mülleimer. Ja. Der Mülleimer, Mensch. Da voll reingelatscht. So. Wo, haben sie geschickt? Ja, haben sie. Ja. Für den Sam durchgehen, falls ihr noch Punkte habt. Moment. What concept? Ich öffne so, mir dieses. Außerdem könnt ihr ruhig mal, wenn jemand gegen eure Nase tanzt, ruhig mal Feuer geben. Ich hätte, aber ich war leider auf dem Boden liegend, mit dem Gesicht im Schnee. Aber Herr Kummer hat das gut gemacht, hat direkt dagegen gehalten, fand ich gut. Ja, aber dann gibt's doch eigentlich auch keine Wiederbaute mehr. Wegen, ja, das heißt, ja, da würde ich übrigens einhaken, wenn Frau Ferguson mir erzählt, dass Herr Red gestern zu ihr sagt, er darf keine Streife fahren, ja, mit seinem Auto. Boah, ist das laut hier. Ja, natürlich darf er Streife fahren. Ja, warten Sie mal. Und gestern sagte Frau Ferguson, er darf keine Streife fahren, weil er den Undercover-Spot-Dings hat. Und heute fährt er Streife und macht Kennzeichenüberprüfung mit dem gleichen Wagen. Das ist, ne? Ja, weißt du, was ich meine? Auch mit Code 4 anzukommen, wo, Code 3 anzukommen, wo er Street funkte, Code 4. Ja, das habe ich auch schon angesprochen. Das ist halt... Das Ding ist halt, dass in dem Fall alle Einheiten, die auf Streife waren, vor Ort waren, obwohl ganz klar durchgefunkt war, Code 4, was bedeutet, wir brauchen niemanden mehr. Ja, weil sie ja gesagt haben, Sanitäter. Ja. Und die waren ja schon angefordert. In dem Fall war niemand mehr von uns auf Streife. Nur weil alle dahin kommen mussten zum Gaffen, sag ich jetzt mal. Ja. Und dann behindert man sogar es noch, indem man den Arzt, den Krankenwagen hinterher fährt, anhält. Klopf, klopf. Ja. Nee, jetzt nicht! Auf jeden Fall, Konzepte könnt ihr gerne. Ja, ich hab's schon offen. Was ich noch ändern soll. Gucken wir mal. Das SWAT-Team wurde gegründet, um organisierte Verbrechen mit überlegenen Waffen und Taktiken entgegenzuwirken. In dem folgenden Konzept wird geregelt, wann und mit welchen Rechten das SWAT eingreifen darf. Voraussetzungen für Einsatz. Sobald ein Verdächtiger als bewaffnet und gefährlich eingestuft wird, sobald ein Officer von einem Verdächtigen schwer verletzt wird, bei Überfällen jeglicher Art, bei Geiselnahmen, bei ausstehenden Haftbefehlen, Rechte beim Einsatz, Waffengewalt. Ach so, wenn du mitkriegst, dass die Frau Martinez da ist, dann soll die mal vorbeikommen. Oder mich Fahrzeuge. Anrufen. Genau. Also unser Standardfahrzeug ist ja der Undercover-Ding, aber wir fahren trotzdem ganz normal Streif. Naja. Dann nur weil wir SWAT sind, müssen wir nicht direkt immer jedes Mal hoch eskalieren, wenn wir irgendjemanden anhalten. Ja, seitdem der Beförderung, die dadurch einherging, musste, hat sich das schon wieder ein bisschen zugespitzt, oder? Ja, kommt mir das nur so vor. SWAT ist ja im Prinzip mehr oder weniger nur so eine Nebentätigkeit. Ne? Ja, aber ich weiß, wissen Sie, was ich meine? Diese Verhaltensart und Weise schon wieder, das ist... Ja. Das habe ich auch schon mehrmals gesagt, nur weil wir SWAT sind, müssen wir nicht, meinen wir, das sind die größten Krieger, ja, und können jeden gleich fertig. Der geht trotzdem auf Toilette wie jeder andere auch. Ja, wir können ganz normal mit den Leuten reden, wir müssen nicht jedes Mal direkt Leute beleidigen und dann die auf die Motorhaube legen. Ja, vor allem den Herr Steb, ja, weißt du, der hat sich so beeilt, der war nämlich gerade auf dem, er hat es mir gerade noch im Krankenhaus erklärt, der war gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, da kam der Notruf rein, der ist direkt losgefahren. Deswegen war er auch im Privaten unterwegs und der Sunny war mit dem RTW unterwegs. Hat er mir gerade noch erklärt, aber er hat auch dann den Funk verhindert, weil er ja dann diskutieren musste im Funk. Ja. Aber hält mir was von Funkdisziplin vor oder den anderen. Das ist so widersprüchlich ohne Ende. Auch bei dem Haftbefehl habe ich versucht, möglichst deutlich zu machen, dass wir immer versuchen, so wenig Gewalt wie möglich einzusetzen. Also wir werden Gewalt einsetzen, wenn es nötig ist. Aber solange wir keinen Grund dazu haben, Gewalt einzusetzen, werden wir es auch nicht machen. Ja. Ich lese euch das später in Ruhe vor. Und deswegen habe ich geschrieben hier, wenn wir körperliche Gewalt anwenden, dass wir immer das mildeste Mittel anwenden. Sprich, wenn der mit der Faust auf uns losgeht, werden wir nicht die Pump anziehen, sondern vielleicht einen Taser. Das wäre lustig, wenn wir so irgendwie Gummigeschosse oder so hätten. Ja, sowas halt. Also klar, wenn der eine Waffe zieht, dann ist er selber schuld. Ja, das ist logisch. Aber solange der, ich sag mal, nicht tödliche Waffen oder Schlagwaffen benutzt,
Wenn wir mit einem Taser mit einer höheren Reichweite immer noch neutralisieren, ohne dass wir in die Gefahr sind. Ja. Ja, steht da erstmal alles Wichtige so drin. Ja. Was ich nicht reingeschrieben habe, aber es auch aufhören muss, das Beleidigen von Verdächtigen, wenn wir sie haben. Geht nicht, dass die Leute gefangen sind und dann werden sie noch beleidigt. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein Spot-Ding, das ist, muss halt allgemein so sein. Ja, ja, das wird dann aber auch, denke ich mal, ein Vergehen gegen die Dienstanweisung sein. Ja, vor allem, der kann sich halt beschweren, ne? Und im dümmsten Fall das ganze Verfahren fallen gelassen. Ja. Wegen einem dummen Spruch. Aber ich weiß nicht, wie man ihn unter Kontrolle bringen will, ehrlich gesagt. Ja, es ist teilweise, dass er in der Zelle sitzt. Und klar provozieren die, aber dann darf sie gar nicht provozieren. Ja, klar. Und dann ist es in dem Fall vielleicht besser, wenn man ihn dann einfach von den Zellen fernhält, oder? Damit man das nicht riskiert. Ja, ja. Habe ich ja gestern, bei wem war es denn? Bei dem, Herr Quest. Ja, genau, da habe ich ihn ja auch hochgeschickt. Das war so im Prinzip von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ich noch was zu besprechen habe. Was soll ich mit dem Praktikanten irgendwas Besonderes machen? Oder einfach nur Streife fahren? Oder soll ich ihm was erklären? Ja, so allgemein. Ein bisschen so gucken. Also mich würde interessieren, dass du ihn mal so ein bisschen hinterfragst. Ich habe eigentlich von den beiden ganz guten Eindruck. Ja. Anders als von den Herrn Capo Narco oder so. Ja. Ja, ich auch nicht. Vor allem nachdem ich gestern mitbekommen habe, dass er in der Hood wohnt und wie er spricht und so. Ich glaube eher, den werden wir eher irgendwann jagen müssen, statt ihn einzustellen. Von den beiden habe ich aber eigentlich einen guten Eindruck. Und schauen Sie nochmal, wie die Einstellungen so sind von den Herrschaften. Vielleicht mit so ein paar Fragen. Und ja, ansonsten halt zeigen, wie so ein Alltag ablaufen würde. Also jetzt nichts Überspektakuläres, damit die denken, jeder Tag ist so. Aber so ist es halt auch nicht. Aber zumindest, ja, deswegen, also wenn du jetzt irgendwas ganz Krasses hast, dann musst du auch schauen, ob du die überhaupt mitnimmst oder ob du dann sagst, steig mal bitte besser aus und lauf mal zum PD, ich muss das ohne dich machen. Ja. Zur Not. Ich sag, ich nicht mit jemandem. Ja, genau, oder so eine Sprengung, wie gestern wie ich und der Red hatten. Herr Kohlmann müsste aber beide noch als Praktikant einstellen, das wäre noch ganz wichtig. Ja. Frau Martin, das wäre jetzt da übrigens. Das Problem ist, sie haben noch keine Praktikantenuniform. Ja, nee, wir haben gestern das so geklärt, dass wir sie als Praktikanten einstellen, aber die laufen mit ihren Zivi-Sachen rum. Deswegen sehen die ja auch halbwegs vernünftig aus, sahen sie aber gestern auch schon beide. Okay. Also, wissen sie, dass wir dann da sagen, ja. Okay, dann halt mit den normalen Zivi-Klamotten. Ist ja dann auch okay. Ich weiß noch nicht, ob ich einen direkt bei... Also, ich weiß ja, Red hat theoretisch und so voll drauf, aber ich will jetzt auch nicht, das... ist immer so schwierig. Ich will ihn das nicht mal nicht machen. AG Meister war das, ne? Ja, warte kurz, warte, ich such's dir raus, ich hab's im Handy. Nicht, dass du jetzt hier hintereinander... Also Agim ist A-G-I-M und dann Meister, ne, wie der Meister. Ja. Und dann habe ich den Jack Slater. Okay, beide eingestellt. Ja, genau. 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 Willst du dann eine Ansage machen? Also ich habe bessere Ferguson als PD zeigen lassen, den beiden. Was sagt man, wenn ich mitnehmen muss und... Na, such dir einen aus von den beiden. Ich finde die beide super. Such dir einen aus. Entscheide dich, wer dir besser passt. Alles klar. Wow. Braucht ihr mich noch, wenn ihr mit dem Ding was besprechen wollt? Also SWAT habe ich noch keine Rückmeldung übrigens zu den Uniformen, aber es wird bearbeitet. Ich habe nur noch keine klare Antwort davon. Ja, Red wollte einfach zu euch, wollte mich da dabei haben oder so. Achso, ja, ich weiß nicht, was er will. Warte, ich frag mal. Oder... Herr Red? Ja? Wollten Sie mit uns sprechen und der Sweet soll dabei sein? Ich hab gesagt, vergessen, was ich wollte. Also hat sich's erledigt, okay. Verstehe. Soll ich Leitstelle übernehmen, Herr Kohlmann? Das war die Frage, wer die Leitstelle ist. Weil ich muss in die. Ich darf draußen nicht gesichtet werden von Herrn Steeb. Sobald er das tut, legt er mich über Nacht ins Krankenhaus. Knastet sie einen. Ja. Ja, dann können Sie das machen. Ja. Ich muss gleich einmal kurz schlafen legen. Ja, okay. Gut. Warte, hab ich die? Jeweils einen Praktikanten mit. Okay. War ein bisschen Streife mit dem. Habe ich die jetzt oder habe ich die nicht? Ein paar Fragen, die einzuschätzen. Jo, check, machen wir. Ich kenne die beide ja schon ein bisschen.
Ein bisschen. Ja, die sind doch gestern, die sind doch gestern uns angekommen. Aus, wenn du dabei haben möchtest. Ja, ich habe doch den Jack gestern noch mitgenommen zum Park. Übrigens wäre der Herbert Bolton jetzt da erreichbar für Sie, Herr Red. Das war das, genau. Ja, bitteschön, habe ich. Ja. Ich habe schon telefoniert. Also, dass Sie ihn einfach mal anrufen, wie wir das jetzt machen, wegen der großen Sammelbestellung bezüglich Essen. Ja, okay. Dann, genau, dann spreche ich gleich mit Herr Kurmann, der verwaltet ja eh das Geld. Dann warten Sie noch kurz mit dem Schlafen gehen. Wie viel wollen wir denn haben? So viel, wie dann reinpasst ins Auto? Oder? Dann frage ich, was der größte wäre, den Sie haben. Und nur essen oder auch trinken? Dafür, dass der Herr Coleman sich einen PD-Pounder einfach holt, halt einfach nur für dienstliche Zwecke aus der Staatskasse. Nee, ich nicht dafür. Ja. Nee. Warum? Weil das ein Pounder ist und wir sind die Polizei, wir fahren nicht mit Trucks rum, dafür können wir Leute engagieren, deswegen frage ich ja die Beuten. Ja, deswegen gibt es ja solche Fragen. Ach, wenn man vom Teufel spricht, dann muss ich ihn gar nicht mehr anrufen. Was ist los? Erzähl. Ich hätte schon gedacht, dass wir so 1000 Wasser hier haben sollen. 1000 Flaschen Wasser. Ja, ist alles gut. Ja, alles gut. Alles gut. Ja, ich bin ausgerutscht vom Silo. Und ja. Ausrutschen. Ja, indem man sich nicht richtig an der Leiter versellt und dann runterfällt. Mein Gott. Ja. Ich war nicht gestern im Krankenhaus. Ich wollte dir nachmachen. Ja, merke ich schon. Erst mache ich dein Auto kaputt, dann machst du meins kaputt, dann war ich im Krankenhaus, jetzt warst du im Krankenhaus. Okay, jetzt. Wann wäre los? Oder? Jetzt kommen wir zum geschäftlichen Teil. Also, Herr Kurmann und ich und Herr Bolton gehen mal kurz in die Ecke. Check, ich gehe kurz. Viel Spaß, also ich habe Leitstelle, ich Arnold und wer ist jetzt, du bist dann, wer ist von euch LM1, LM2? Was ist, wer ist was? Ich bin 10 David. Ja. 15 aber trotzdem, dann wenn ihr Leute dabei habt? Praktikanten sind ja nicht. Die sind ja keine. Okay, alles klar. Alles klar. Danke, Frau Ferguson. Eingestellt? Ja, haben wir schon eingestellt. Okay, dann müssen die, okay. Dann ihr beide einmal eine Uniform anziehen. Nein, keine Uniform. Kleider. Nee, die müssen, sonst kriegen die keine Paychecks. Was? Ja, sie müssen sie erstmal eine Uniform anziehen und dann verlegen wir die rüber in den Bekleidungsladen, dann ziehen sie sich an. Ach so. Die kriegen sonst keine Paychecks. Ja, okay. Stimmt. Wissen sie noch, wo die Umkleide ist? Okay. Ja. Gut, dann gehen wir nochmal ins Büro, oder? Herr Bolton? Ja. So. Warum nicht? Wir ziehen die Uniform jetzt an. So, Geschäftliches. Was ist euer größter Wagen, den ihr habt? Wer kann am meisten fassen? Also wenn wir einen Auftrag machen, dann machen wir den auch zusammen. Ja, ja, genau. Was habt ihr dann? Wenn wir zu viert fahren, glaube ich, können wir schon an die 500 plus Kilo. Ach, Alex King, danke für den Follow, hallo. Ich glaube, Sandwich und Wasser ist jeweils ein halbes Kilo, ne? Weniger sogar. Okay. Sandwiches waren, glaube ich, nur 200 Gramm. Und Wasser, da muss ich nochmal nachschauen. Ich habe gerade das letzte gegessen. Gegessen vor allen Dingen, ne? Ach, ich habe ja selber welche. Ja, ich habe auch geguckt, aber ich habe nichts gesehen, wie schwer die sind. Ich glaube, Sandwiches 0,2, hat er recht. Und dann kommt Wasser, war auf jeden Fall 1. Also, wir fahren auch zweimal, so ist es nicht. Wir brauchen nur eine Zahl, wie viel ihr zahlt, und dann kriegt ihr das. Ja, deswegen fragen wir ja, wie viel reinpasst. Ich bin momentan der Einzige, meine Brüder kommen später nach. Ja, und ich guck mal gerade, wie viel wir noch im Lager haben. Hm. Okay. Ja, alles gut. Ich bin sicher, dass alles gut ist. Ja, ich bin hier raus. Muss nur sagen. Nein, ich weiß. Nein, alles gut, wirklich alles gut. Ich habe auch MAT gehabt. Alles in Ordnung. Sonst würde ich hier nicht stehen, sonst würde hätte er mich stehen gar nicht gehen lassen. Ja, wir haben noch 70 Sandwiches drin. Ja. Du hast bestimmt schon Taschenrechner auf, oder? Ja, wollte ich gerade machen. Okay. Der Tisch wird zu gut poliert. Der ist quasi da und auch irgendwie nicht. Ich würde jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. 350 Wasser und 100 Sandwiches. Ja, Moment, wir trinken. Wie viel Wasser? 250. Also ich würde raten, bei einer Ration von Sandwich und Wasser dreifach. Ja, man verbraucht super viel Wasser tatsächlich. Das Sandwich ist sehr trocken. Ja. Passt denn das denn? Ich würde dann raten. Machen wir 100 Sandwich. Und da machen wir 500 Wasser, dann haben wir auf jeden Fall genug. Ja. Wir trinken halt auch mehr, als wir essen, ne? Ja. Ist das ganze Gerennum.
ihren Preis. Sollen wir 30 pro Einheit machen? $30? Jeweils? Ja. Da wären wir insgesamt bei $18.000. Können wir so machen. Gut. Wie gesagt, ich quatsche da nochmal meinen Bruder an. Oder meine Brüder, je nachdem, wie viel das an Tragwert hat. Und dann sonst eigentlich eine. Ich kann mich nicht beeilen. Momentan bin ich der Einzige und mein größter Wagen hat 75 Kilo. Okay. Sonst fährst du halt mehr. Ich muss warten. Meine zwei Brüder, die kommen gleich. Okay. Und das sollte eigentlich dann schon machbar sein. Okay. Na, noch haben wir ein bisschen was da. Alles und dann kriegen wir das auch hin. Gut. Na, super. Na, ich bin ja eh die ganze Zeit jetzt hier. Ja, kommen sie auch, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, super. Also wir sind auf jeden Fall da. Also kannst du einfach dann vorbeikommen mit wem kommst du dann? Cornelius und Atze? Oder mit wem? Der Uwe und der Conny wollen gleich kommen. Die sind aber noch etwas beschäftigt. Ich glaube, der Uwe hat keinen Wagen gerade. Echt? Naja, der wurde abgeschleppt, glaube ich. Oh Mann, der Typ. Der war nicht mehr. Der macht mich fertig. Der musste abgeschleppt werden. Der macht mich fertig. Ja, mal schauen. Einen kleinen Wagen können wir dann trotzdem noch besorgen. So teuer ist das ja nicht. Ja. Na, ihr habt ja jetzt hast du die Zahlen mit aufgeschrieben? Ich habe alles mit aufgeschrieben, okay. So wie Verkaufswerte, alles ist drauf. Super. Kriegt ihr dann. Genau. Bezahlung super. Machen wir dann, wenn ihr dann da seid, ne? Genau. Super. Die Lieferung, sollen wir die euch hier reinliefern oder holt ihr dann die aus dem Wagen raus? Also, oder wir müssen mal gucken. Ach nee, die können darauf nicht zugreifen. Wir müssen sie rausholen. Dann schauen wir, dass der Street und der Red dann auch nochmal da sind. Dann schaffen wir das ein bisschen schneller. Bis gleich, Nietzsche. Genau, also, das kriegen wir dann. Wir haben doch Praktikanten. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt was reinlegen können, aber theoretisch schon. Ja, wir kriegen das schon hin. Herr Kess kommt auch noch später, also gucken. Wenn ihr in einer Stunde kommt, denke ich, sind wir hier genug. Das passt schon. Schaffen wir. Gut, aber ich muss mich mal kurz schlafen legen. Achso, ja. Klar. Ich habe ja massive Zuckungen. Ja, gut. Ich bleib dann hier in meinem Büro, ne? In deinem Büro? Komm, ich halte die Tür. So. Nee, also ich hab eine Naht am Kopf, soweit ich weiß, und ich wurde aber MRT und alles wurde gemacht, ist alles in Ordnung. Und Mensch. Ich glaube, ich habe eine Prellung am Bauch oder so. Jetzt hast du eine Kette hier. Du bist an der Kette befestigt. Herr Steb hat gesagt, wenn ich heute im Dienst mich draußen auf der Straße sieht, dann liege ich direkt die ganze Zeit im Krankenhaus. Also bin ich jetzt zumindest im Innendienst die ganze Zeit anzutreffen. Okay, na gut. Heißt aber auch, ich bin telefonisch erreichbar. Das will ich hoffen. Ja. Hast du denn dein Auto wiedergefunden? Ja, der Hausmeister hat es mitgenommen, hat es eingeparkt, also alles gut. Hab ich mir gedacht. Ja, musste nur den ganzen Weg laufen. Herr Red hat mich noch gefragt. Keiner wollte mich abholen. Ja, ich konnte nicht. Ich lag leider im Krankenhaus, im MRT, glaube ich, wo du mir geschrieben hast. Oh. Ja, also schwierig. Und mein Auto steht jetzt, glaube ich, auch in der Stadtgarage. Ja, da steht's gut. Ja. Nee, Herr Red hat dann noch gefragt, was gestern los war. Er dachte, dass ich jetzt Geisel genommen worden bin. Ich habe ihm gesagt, die Nachbarn haben sich einfach nur beschwert. Ich wollte einbrechen. Also ich. Ja, der übertreibt manchmal ein bisschen, ne? Ja, definitiv. Er hat mich ja auch gerade vorhin noch angerufen wegen dem Angebot hier. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich mal kurz hierher fahren kann, weil ich ja eh ziemlich weit weg bin. Ja. Nee, ist nicht. Aber Hauptsache Essen verlangen hier. Naja, kriegen wir aber hin. Ist doch gut, sei doch froh. Wir hätten den Auftrag ja auch weitergeben können, so habt ihr wenigstens ein bisschen Money. Ich berechne das mal in Kilo alles, schau, wie viel Wagen wir brauchen oder ob wir überhaupt mehr als zwei brauchen. Ihr solltet eigentlich genug Gewinn machen, oder? Gewinn ist das sowieso. Ja, siehst du. Kannst du mich heute Abend zum Essen einladen? Du lachst doch gar nicht raus. Wenn ich darf nicht im Dienst außerhalb Streife fahren. Wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Was? Nein, ich muss hier noch ein bisschen was erledigen. Schade. Ja. Also muss ich ein bisschen Geld verdienen. So ein Haus finanziert sich ja auch nicht von selbst. Ich muss, glaube ich, auch noch ein bisschen verdienen. Ja. Das siehst du. Dann guck mal, dass deine Brüder erreicht und dann, sobald ihr kommt, bin ich hier und empfange euch. Ja, die haben ja schon gesagt, die sind gerade noch ein bisschen beschäftigt und dann kommen sie. Okay. Von daher mache ich schon mal die Zahlenberechnungen. Mhm. Ja gut, dann mache ich mich mal auf den Weg und dann sage ich dir Bescheid, ne? Bis später. Bis dann.
Innendienst, Innendienst. Wir haben die Leitstelle, das heißt, wir sind auf jeden Fall telefonisch jetzt, wenn ein Notdienst eingeht, sind wir dann am Telefon. Oh. Hat er mir von lauter Schreck, der Herr Steb, nicht mal Verbandsmittel gegeben, ne? Eieiei. Guck mal nochmal gerade. So, warte mal, Fahrzeuge, Streife. Geht's hier noch weiter? Ne. Genau, so SWAT-Konzept. Übersicht. Das SWAT-Team wurde gegründet, um organisierte Verbrechen mit überlegenen Waffen und Taktiken entgegenzuwirken. In dem folgenden Konzept wird geregelt, wann und mit welchen Rechten das SWAT eingreifen darf. Voraussetzungen für den Einsatz. Erstens, sobald ein Verdächtiger als bewaffnet und gefährlich eingestuft wird. Zweitens, sobald ein Officer von einem Verdächtigen schwer verletzt wird. Drittens, bei Überfällen jeder Art. Viertens, bei Geiselnahmen. Fünftens, bei ausstehenden Haftbefehlen. Rechte beim Einsatz. Erstens, Waffengewalt. Das SWAT versucht, tödliche Gewalt zu vermeiden, wird aber nicht zögern zu feuern, sobald Gefahr für Zivilisten oder Kameraden besteht. Sofern keine Annahme besteht, dass der Verdächtige bewaffnet ist, ist vom öffentlichen Tragen einer Waffe abzusehen. Zweitens, Streife. Officers, die dem SWAT angehören dürfen, Streife mit Uniform und Weste fahren. Die MP, welche exklusiv vom SWAT geführt wird, darf im Kofferraum mitgeführt werden. Drittens, Fahrzeuge. Das SWAT fährt standardmäßig Undercover-Fahrzeuge. Im Einsatz darf das SWAT den REOT benutzen. Des Weiteren darf das SWAT den Helikopter Präzisionsschütze einsetzen. Okay, hier fehlen ein paar Buchstaben zwischendurch, aber nicht so schlimm. Durchsetzen eines Haftbefehls. Damit letzte Seite. Ein Haftbefehl wird ausschließlich von der Führung des LSPD oder der Justiz selbst ausgestellt. Sobald der Befehl an das SWAT übergeben wird, werden alle zuständigen Teammitglieder gebrieft und gegebenenfalls auf Streife geschickt. Sollte der Aufenthaltsort des der Verdächtigen bekannt sein, so kann ein Zugriff vorbereitet werden. Hierbei ist immer zu beachten, als wie gefährlich der oder die Verdächtige eingestuft wird. Die Eskalationsstufe ist immer an den Verdächtigen anzupassen. Sollte der Verdächtige nicht kooperieren, ist das SWAT befugt, körperliche Gewalt anzuwenden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass immer das relativ mildeste Mittel genommen wird. Das heißt dann also kein Kopfschuss, sondern was? Innendienst? Ich habe euch das gerade vorgelesen, das sind die neuen SWAT-Bestimmungen. Naja, wenn man halt so ein Silo mit dem Gesicht die Leiter runtergleitet, dann ist das halt manchmal so, ne? Naja. Hoffen wir einfach, dass wir heute viel Publikumsverkehr hier haben. Mann, nee. Ich warte schon anderthalb Stunden. Der Nietzsche hat einen Clip gemacht, Kai. Aber ich glaube, Nietzsche ist gerade... Nietzsche ist AFK, warte. Ich zeig ihn dir fix. Dann siehst du, wie es passiert ist. Ich bin wirklich ganz vorsichtig runtergelaufen. Und dann bin ich irgendwie ganz böse aufgekommen. Irgendwie so, dass es noch passt, wa? Okay, das sieht sehr bescheuert aus. Warte mal. Nee, das sieht irgendwie auch nicht gut aus. Nee, das ist auch nicht gut. Scheiße. Alles klar, Sarah. Oh Gott, ich kann ja gar nicht stehen. Langsam. Langsam. Okay, sieht aus, als wenn ich Rasierklinge unter den Arm hätte. Nee. Hattest du denn angefordert wegen dem Dingsgespräch? Ja, ne? Was ist denn dem Arm? Ach, gibt's nicht. Den Döner, ich esse den gerade nebenbei schon die ganze Zeit mit dem Beat. Oh yeah. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch hier irgendwie... Warum läuft sie denn so arm auseinandermäßig? Was ist das? Warum? Polizist.
Polizist. Nee. Sag mal, traurig? Ja, ich bin traurig, weil ich... Oh, ich bin so traurig, ich sitze im Innendienst heute. Voll scheiße. Okay, vornehmen. Okay, warte mal, wir machen einfach nochmal. Scheiß drauf. Wenn ich hier besoffen rumlaufe, sieht das irgendwie auch nicht gut aus. Leitstelle. Naja. Ich hoffe, es kommt bald jemand ins PD, damit ich mich mit jemandem unterhalten kann. Also ja, ich esse gerade Knoblauch, Kräuter mit allem drauf, außer Zwiebel. So, bis hierhin darf ich gehen, weiter darf ich nicht. Ich bin angekettet. Oh, wie süß. Oh, hat sich versorgen gemacht. Wie Benice. Ich bin trotzdem mit der weißen Farbe von dem Undercover-Auto nicht einverstanden. Na, auf jeden Fall können jetzt die Bußgeldkataloge auch von den Bürgern eingesehen werden, soweit ich weiß. Wäre ich jetzt in einer Situation, ich wäre alle 5 Minuten vorm PD am Rauchen. Ja, ich rauche ja nicht. Also... auch in-game nicht. Also, ja. Nein. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Herr Steb das überprüft, ob ich hier bin, ne? Sicher? Ja, ganz sicher. Na, oh. Ausgeschlafen. Ja. Okay. Haben Sie das echt genehmigt mit der weißen Farbe von dem Auto? Ja, das ist der Zivilwagen. Er hat gesagt, das ist das SWAT-Auto. Ja, quasi der Zivilwagen von den SWATs. Damit fährt er aber draußen Streife. Ja. Ich habe ja meinen Zivilwagen auch umlackiert. Achso, okay. Was ist denn jetzt los? Leute, ich zieh mir noch kurz eine Weste an. Dann können wir los. Ja. Ich habe mir gerade nochmal das SWAT-Konzept durchgelesen. Aber nicht, dass wir irgendwann alle Leute verlieren an SWAT und das, na, auf einmal hängen wir hier. Komm, man ist stumm. Frau Luger? Ja? Wenn Sie meine Autofarbe scheiße finden, ja, dann sagen Sie es nicht im Street, weil der sagt es direkt mir. Was für Hä? Was? Passen Sie mal auf, wie Sie mit mir reden, bitte. Ja, wir haben immer noch eine Rangordnung. Ich habe nicht gesagt, dass es scheiße aussieht. Ist das dein Ernst? Wie redet der denn mit mir? Vom Praktikanten? Ja. So wird er im öffentlichen Verhalten. Ja, ich muss mal eben zum Hintereingang. Die Frau Martinez sollte mit mir sprechen. Ach so. Warum kommt sie nicht vorne rein? Ja, weil die nicht will, dass sie jemand sieht. Ach so, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, worum es geht und die will wahrscheinlich nicht, dass sie sieht. Ja, verstehe. Ja, dann warte mal, die laufen aber gerade da links rum, ne? Nicht, dass sie sich sowieso... Ja, dann holen sie mal lieber schnell ab. Ja. Ja, ich bin hier vorne. Ja, alles klar. Überhaupt kein Respekt. Vorhin habe ich doch gar nicht gesagt, dass es scheiße aussieht. Der muss immer Stunk reinbringen in die Bude. Immer, ne? Der kann einfach seine Klappe nicht halten. Aber scheiße habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich das verwerflich finde, dass man mit so einem weißen, lackierten, scheinbar aufgepimpten Auto zur Streife fährt. Bisschen respektlos, der Herr Red. Ja. Ja, weil sein Date scheiße lief und meins nicht, deswegen. Okay.
Herr Wright hatte gestern ein Date mit der Cousine von der Frau Martinez und hat eine Limousine sich gekauft wohl und Rosen und Sekt und sowas alles gekauft und die hat wohl überhaupt nicht mit ihm geredet. Habe ich jetzt die Leitstelle noch? Jetzt habe ich die Leitstelle. Hä? Ich habe die doch schon dreimal angenommen gehabt. Warte mal. Okay. Hä? Warum wurde ich denn da rausgeschmissen aus der Leitstelle? Wie konnte das denn passieren? Ja, na, auf jeden Fall hat er sie dann irgendwie eingeladen. Und dann hat irgendwie der Herr Sweet irgendwie Musik für sie gemacht. Also für das Date halt so seine Musik. Und dann, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas hat der Herr Red auf jeden Fall zu ihr gesagt. Und sie meinte daraufhin nur, okay. Und dann, ach so, genau, dann hat er ihren Teddy mitgebracht, so ein Krankenhaus-Teddy. Und dann ist sie schreiend vor ihm davon gelaufen. Also lief nicht so gut, würde ich sagen. Arnold hier, 50 David, komm. Hört sie, kommen sie. Ich verlege den Praktikanten kurz ins Krankenhaus, da er Knieschmerzen hat. Ja. Okay, David, Ende. Okay. So, ich hab's dann nach 2 Stunden auch geschafft, einen Döner zu essen. Oh, wei. So. So. Frau Martinez will mit dem Herr Coleman sprechen und keiner soll sie sehen. Mhm. Das Schöne ist, dass wir das jetzt immer alles erfahren werden in unserer Position. Ich hoffe, dass er da mit uns dann noch redet. Der Herr Red soll sie nicht sehen. Was ich aber mal kurz machen werde, ich weiß nicht. Ich hoffe, die sind oben im Chiefbüro. Ich würde mich gerade mal kurz die Türen checken, ob die alle zu sind. Ja, aber mal zu. Ist schon zu, okay? Ich will ja nicht stören. Was ist denn hier alles offen immer? Ich versuche jetzt seit gestern in Speedy reinzubekommen, dass jemand die Türen immer hinter sich abschließt. Warte mal. So. Ich glaube aber, die sind hier unten irgendwo im Raum. Ein Fall von Aktenzeichen. Ist es wahr? Oder habe ich sie nur in das Licht geführt? Ihre Nina Luga. So. Mal kurz checken, dass hier alles zu ist. Arnold hier, 15 David, komm. Hört sie, kommen sie. Verliegen wieder zurück vom Krankenhaus, wieder auf Streife, da sich keiner im Krankenhaus befindet. 15 David, Ende. Okay. Zoom. Man könnte auch diese Serie drehen. Ja, ne? Vor allem mit dem Anzug. Ihre Nina Luga. Ist es wahr oder habe ich sie nur in das Licht geführt? Was glauben Sie? Ich kenn gar nicht mehr. Die ganzen Slogans von ihm kenne ich gar nicht mehr. Stell mal hier draußen an. Steht da hinten jemand? Oder? Nee, ne? Da steht doch niemand. Ne. Ich gucke mal so ein bisschen nach dem Herr Ashburn, der uns ja hier fotografiert, wie wir vor dem PD rumstehen. Kann ich für 21.01 kommen? Hört sie, kommen sie? Ich wechsle einmal in Kanal 5, komm. So, verstanden. Ende. Mal so ein bisschen. Aber den Ashburn habe ich irgendwie seit dem letzten Mal auch nicht gesehen, ne? Achso, warte mal, wen ich eigentlich. Kann ich Kontakte auch löschen? Ich habe hier nämlich. Warte mal. Ich hatte hier. Wie kann ich in Kontakte löschen?
Tag bearbeiten. Ach ja, hier. Den gibt's nämlich nicht mehr. So. Kanal 5. Das ist hier von unserem Funkgerät. Das ist Kanal 5. Muss PD laufen. Darf ich ja? Ich befinde mich, Arnold hier, 15, David, komm. Hört sie, kommen sie. Gott. Kennzeichenüberprüfung, komm. Ja. Kennzeichen lautet wie folgt. Tango, Whiskey, Sierra, 629. Kommen. Scheiße, warte mal kurz. Ja. Whiskey, Sierra, das ist ein Strich dazwischen, ne? Was ist scheiße? TWS 629. Da muss auch ein Strich dahin, oder nicht? TWS Strich 629. Egal. So oder so als gestohlen gemeldet. Können Sie es bitte nochmal überprüfen? Ich habe es dreimal überprüft. Wo ist denn der Strich oder ist da nur ein Leerzeichen? Leerzeichen, komm. Achso, okay. TWS 629. Ah, jetzt habe ich es. Milo van Gogh. Vanok ist das. Jack, vielen Dank. Van Gogh. Ich habe zu schnell gelesen. Ich finde das immer verwirrend. Milo van Gogh ist auch gut. Ich finde das immer verwirrend, wenn die nicht Bescheid sagen, ob da ein Strich hinkommt, das rangeschrieben wird oder ein Leerzeichen dort ist. Man kann das vor Ort machen. Ohne Probleme. Ich weiß auch nicht, warum man das ständig über Funk machen muss, weil im Prinzip gehst du jetzt zu einem Auto. Warte, ich zeig euch das mal. Ist eine ganz einfache Geschichte und das wirklich. Warum bin ich auf Whispern? So. Ist super, super einfach. Wenn ich mich jetzt hier an das Auto stelle, was offen ist und ich glaube, es ist von der Frau Martinez. Also zum einen erkennst du jetzt zwar schon am Kennzeichen, dass es jemandem gehört, aber normalerweise stellt sich hier macht F6, Fahrzeuginteraktion. Warte, normalerweise geht das. Warte kurz. Normalerweise stellt sich ran und kannst direkt Kennzeichen. Hier. So, Fahrzeuginfo. Dann hast du hier direkt das Kennzeichen. Und dann siehst du direkt, wem es gehört. Ich mach kein Riegelbuch. Ich bin ja hier draußen. Also du müsstest das gar nicht. Du kannst hier direkt über Fahrzeuginfo gehen und dann siehst du direkt, wem es gehört. Von dem Herrn Meister läuft der Wagen. Ich verstehe diesen Herr Red auch nicht. Mal ist er nett, dann wieder gar nicht. Ja, das ist ein Typ, ne? Vor allem, wie der mit mir gerade geredet hat, ne? Das lasse ich mir aber nicht auf mich setzen. Wenn es ihm nicht passt, wer seine Vorgesetzten sind, dann kann er ja gehen. Hallo, kann auf diesem Planeten irgendwas passieren, damit ich hier nicht so rumstehen muss? Ich darf nicht mal mitfahren, ey, irgendwo. Voll doof. Anlehnen. So. Wer trinkt immer meinen Kakao aus? Da ist bestimmt ein Loch in der Tasse drin, Ossi. Lonely. I'm so lonely. Mensch, Nina. Warum bist du nur das Gesicht, die Leiter mit deinem Gesicht runtergerutscht? Was hast du dir dabei nur gedacht? Du wusstest doch, dass es dir langweilig ist, wenn du hier schneest. Scheiße.
Ja, so, dann habe ich immer Zeit, mich mit euch zu unterhalten, wa? Und ihr so? Ja, Herbie schreibt. Ja, wie läuft der Innendienst? Ich bringe gleich die erste Lieferung und leiste dir etwas Gesellschaft. Ja. Oh. Und warte, sehnsüchtig auf Beschäftigung. Okay, dann kommt also schon mal gleich die erste Lieferung. Ich weiß gar nicht. Die ist hin und her laufen. Ich, da kann er nicht rennen, ne? Wenn die gleich kommt zum Ausladen, dann werde ich wahrscheinlich... Oh, den Herr Red ranholen mit seinem Praktikanten. Wie heißt der nochmal? 10 David. Ne, warte mal. 10 David ist Street. Red ist 15 David, meine ich. Ja. Muss dann nur abfotografieren.